Also ich habe dann im Internet versucht zu recherchieren, was sind denn die Nebenwirkungen, was erwartet mich, welchen Effekt, was wird mir versprochen von dieser Abnehmspritze. Und ich habe dann für mich selber abgewogen und beschlossen, okay, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Bei der Fettabsaugung muss er mit dem Stab meine Leber verletzt haben. Dreifach, also ich hatte einen dreifachen Leberriss. Das bedeutet, ich hatte eine Unmenge an Blut im Bauchraum, also ich glaube 3,5 Liter, ich war verblutet. Wenn man in so eine Diät geht, und das ist dann halt wirklich eine Diät, das ist kein Lifestyle mehr so, man senkt seine Kalorien so weit, dass die Haut papierdünn wird. Das ist das Ziel. Es soll faserig sein, die Muskulatur soll Streifen drin haben. Das ist das Ziel im Bodybuilding, das bewertet man auf der Bühne. Ich wurde ausgewiesen aus Dubai und offiziell wurde nichts gesagt, aber inoffiziell wurde gesagt, dass die hätten gedacht, ich bin der Teufel. Und in Amerika bin ich in Diskotheken gegangen, in denen Frauen, die den doppelten Umfang von mir hatten, auf den Tanzflächen war oder auf den Boxen getanzt haben, was ich mich im Leben hier nicht getraut hätte. Und ich habe das gesehen und dachte, das will ich auch. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Körper oder ärgern Sie sich manchmal über die eine oder andere Problemzone? Und falls ja, würden Sie sich zum Beispiel Fett absaugen lassen oder sagen Sie eher, nee, ich nehme mich so, wie ich bin? Mit allen Mitteln zum perfekten Körper, das ist heute unser Thema im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Nach ihrer Schwangerschaft zeigte die Waage 110 Kilogramm an Ella Graf. Um die Kilos wieder loszuwerden, wählten sie den Weg der Abnehmspritze. Mögliche Nebenwirkungen des noch recht neuen Medikaments nehmen sie dabei bewusst in Kauf. Ob die Abnehmspritze hält, was sie verspricht, und was Kritiker zum Mittel ihrer Wahl sagen, das wollen wir von Ella Graf erfahren. Herzlich willkommen. Sie, Dieter Pardar, legen sichtbar viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres und eine gute Figur. Dafür waren Sie auch bereit, sich in einer Schönheitsklinik unter das Messer zu legen, um Bauchfett absaugen zu lassen. Ein Schritt, den Sie beinahe mit Ihrem Leben bezahlt haben. Wie es dazu kam und mit welchen Mitteln Sie heute den für Sie perfekten Körper anstreben, das hören wir von Dieter Pardar. Hallo. Ein ganz anderes Schönheitsideal streben Sie an, Rolf Buchholz. Vor einem Vierteljahrhundert haben Sie sich das erste Tattoo stechen lassen. Jetzt ist der Großteil Ihres Körpers davon bedeckt und Sie haben es mit 453 Piercings sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Nicht alle davon werden wir heute zu sehen bekommen, denn knapp die Hälfte davon tragen Sie im Intimbereich. Und auch von magnetischen Implantaten werden Sie mit gespaltener Zunge berichten können. Guten Abend, Rolf Buchholz. Den perfekten Körper, den hat Barbie, dachten wie so viele junge Mädchen auch Sie, Melanie Hauptmanns. Um dieses fragwürdige Schönheitsideal zu erreichen, war Ihnen jedes Mittel recht. Eins davon bescherte Ihnen sogar einen Zusammenbruch samt Krankenhausaufenthalt. Wie Sie heute über perfekte und unperfekte Körper denken, das erzählt uns Melanie Hauptmanns. Herzlich willkommen. Als zierliches Kind wurden Sie, Aldin Alijagic, von Mitschülern über Jahre gemobbt. Anerkennung fanden Sie als Jugendlicher im Fitnessstudio und Sie begannen exzessiv Ihre Muskeln aufzubauen. Als Profi-Bodybuilder standen auch strenge Diäten und leistungssteigernde Mittel auf Ihrem ehrgeizigen Trainingsplan. Doch dann zogen Sie einen radikalen Schlussstrich. Wie Sie heute versuchen, ein gesundes Körpergefühl zu haben, das erzählt uns Aldin Alijagic. Herzlich willkommen. Ein schöner Tag beginnt für Sie, Professor Wernermann, zum Beispiel mit einer gelungenen Nasenoperation. Als Deutschlands prominentester Schönheitschirurg verfeinern Sie die Gesichtszüge von Hollywood-Prominenz, aber Sie operieren auch Unfallopfer und durch Krankheit entstellte Patienten. Wie sich Schönheitsideale wandeln, welche Wünsche Ihre Kunden haben und welche bedenklichen Entwicklungen Sie auf dem Markt der Eitelkeiten beobachten, das verrät uns Professor Werner Mang. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die gesamte Runde.
Herr Mann, Sie sind ja so etwas wie ein Pionier der Schönheitschirurgie. Finden Sie sich selbst schön? Ich finde mich nicht schön, aber attraktiv und mit meinem Aussehen zufrieden. Ja. Und das ist immer das Wichtige, die Zufriedenheit. Was? Natürlich habe ich ein paar Schlupflider und Tränensäcke. Mhm. Deswegen habe ich immer meine Talkshow-Brille dabei, damit die nicht ganz so auffällig sind. Ja. Aber ich glaube, ich war ja einer der Ersten, der Faceliftings an Prominenten in Deutschland operiert hat, mhm, der damals den Götz-George zusammengeflickt hat, als er sich beim Tatort nicht dubeln hat lassen. Und ich bin immer der Linie treu geblieben, vernünftige Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein. Das werden wir heute ja noch auch diskutieren, was ist vernünftig, was ist unvernünftig. Ist es vernünftig, diese Abnehmspritze? Ist es vernünftig, eine Fettabsaugung? Mhm. Ist vernünftig, Lippen aufzuspritzen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen geht es mir darum, dass die Jugendlichen, die Kinder, wenn ich das noch sagen darf, dass heute die 14- bis 16-jährigen Mädchen etwa ein Viertel mit dem Aussehen unzufrieden sind, mhm, durch den Horror Internet. Und da müssen wir auch als Schönheitschirurgen gegensteuern. Ja? Aufgespritzte Lippen mit 14 muss nicht sein. Würden Sie sagen, Frau Hauptmanns, es gibt sowas wie einen perfekten Körper? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Und grundsätzlich denke ich immer, das Schönste an dir bist du, egal, mhm, wie du aussiehst. Jetzt haben Sie ja den Unterschied gemacht. Attraktiv fühlen Sie sich, aber Schönheit ist vielleicht wieder was anderes. Wie wichtig ist es Ihnen, schön zu sein, Herr Pardau? Ich denke, in der heutigen Zeit ist das schon eine wichtige Angelegenheit, weil man repräsentiert ja damit auch sich selbst und was man tut. Also es ist wichtig. Sie haben ja gerade auch schon gesagt, das eine ist Attraktivität und Schönheit. Sie sprechen aber auch von ästhetischer Chirurgie. Ist denn alles, was heute gemacht wird, ästhetisch? Ja, da muss man halt Folgendes schon differenzieren, wenn ein Mädchen oder ein Junge eine Höcker-Langnase hat, ein fliehendes Kinn und keinen Partner sucht, finden kann und unzufrieden ist. Oder es gibt auch Mädchen, die haben eine Spindeldürre Taille und haben von der Oma die Reithose geerbt. Das soll man meiner Ansicht nach behandeln und auch entsprechend gehört das in die ästhetische plastische Chirurgie. Aber die Grenzen werden halt heutzutage oft überschritten. Das heißt, dass wie Kim Kardashian 400 Millionen Follower, Millionen folgen ihr, wollen dann auch diese Barbie-Puppennase, diese aufgespritzten Lippen und Po-Implantate. Man muss ja kein Champagnerglas auf dem Po abstellen können. Das ist nicht unbedingt meine Ideale von Schönheitschirurgie. Nicht unbedingt, das stimmt. Das ist wahr. Nun ist es ja sehr persönlich und sehr individuell, was wir als schön empfinden, was wir als perfekt empfinden und was wir auch als stimmig für uns empfinden. Und das kann ja auch in Lebensphasen sich wandeln. Sie sind vor einigen Jahren Mutter geworden, einer Tochter, Frau Graf. Wie waren Sie mit Ihrem Körper zufrieden vor der Schwangerschaft, wenn Sie so zurückdenken? Ich war im Großen und Ganzen immer eigentlich schon zufrieden mit meinem Körper. Ich habe mich wohlgefühlt, ich konnte ganz normal im Leben teilnehmen. Ich habe alles gemacht. Also ich war jetzt nie besonders schlank, mhm, aber auch nie besonders füllig. Haben Sie das auch gemocht? Also mochten Sie Ihren Körper? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich jag jetzt keinem Schönheitsideal hinterher. Mir ist auch bewusst, ich bin eine Frau von 36 Jahren. Mhm. Ich möchte dementsprechend auch wie eine Frau aussehen. Und deswegen, mhm, ist da jetzt kein Schlankheitswahn dahinter oder dass ich nach irgendwas strebe. Was hat sich denn dann nach der Schwangerschaft verändert? Wie hat sich Ihr Körper verändert? Nach der Schwangerschaft sind die Hormone komplett durcheinander gekommen und man hat immer mehr gegessen. Also ich bin teilweise wie ein Wolf durch die Wohnung gelaufen. Also so Heißhunger? Ja, Heißhungerattacken, mhm, und musste essen. Da war das nicht so, oh, ich hätte jetzt Lust auf mal eine Tüte Chips, sondern ich brauche jetzt diese Tüte Chips. Dass ich dann wirklich das Haus verlassen habe und dann mir diese Tüte Chips geholt habe. Und das hat dann einfach immer mehr und mehr an Gewicht zugenommen, mhm, bis es dann am Ende 110 waren, mhm, wo ich mich dann selber gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Jetzt kann man sagen, 110 ist jetzt keine extrem große Zahl, weil ich bin ja auch relativ groß. Aber für mich war das in dem Punkt, weil es über so kurze Zeit war, extrem. Und haben Sie dann erstmal versucht, darunter zu kommen? Also so, was weiß ich, Ernährung, Bewegung, all diese Sachen? Ja, natürlich. Also man packt dann das Kind ein und geht dann die frische Luft kilometerlang laufen. Und das ist ja auch gesund, ne? Frische Luft. Mhm. Aber irgendwie ist das alles dann, hat nicht wirklich den Effekt gebracht,
den ich mir erhofft hatte. Es wurde weniger. Es wurde weniger? Es wurde also weniger. Wie runter ist es so? Naja, so 4 Kilo habe ich damit schon geschafft. Ja. Aber es war jetzt langfristig, war das nichts, wo ich mein Ziel, mein Wunschgewicht hätte mit erreichen können. In welchen Situationen haben Sie sich denn dann unwohl gefühlt, wenn Sie das so beschreiben? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine ganz bestimmte Situation. Wir saßen in einem Schnellimbiss und die hatten so günstige Stühle, sage ich jetzt mal. Und ich möchte aufstehen und ich merke, meine Hüften bleiben rechts und links in diesem Stuhl hängen. Das heißt, der Stuhl... Der hebt sich leicht mit an. Der kommt so. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auch schon erlebt hat. Also es war massiv unangenehm, wo ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich hat das jetzt keiner gesehen. Und da war für mich, nein, so nicht mehr. So will ich nicht und so werde ich auch nicht mehr und weitermachen. Und so vorm Spiegel, wenn Sie vorm Spiegel gestanden haben? Ja, natürlich, das ist dann daheim. Ne, daheim, dann schaut man sich im Spiegel an und hier und da zwickt's. Und da hast du auch schon mal drin besser ausgesehen. Aber haben Sie sich denn dann selbst nicht schön gefunden oder hatten Sie auch Sorgen, dass andere Sie nicht schön finden? Ich muss zum Glück sagen, ich bin mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein gesegnet. Also natürlich nimmt man auf, was andere über einen sagen, aber in erster Linie ist es mir wichtig, wie ich mich selber sehe und wie ich mich fühle. Als Sie dann gemerkt haben, ich komme da nicht runter und ich fühle mich nicht wohl, und dann hatten Sie offenbar ja dieses Erlebnis mit dem Stuhl, das Sie gerade beschrieben haben, haben Sie ja gerade gesagt, so ging es nicht weiter. Ja. Sie sind ja dann auch zum Arzt gegangen. Genau. Da hat man dann auch Prädiabetes festgestellt. Ja. Hat Ihnen das Sorgen gemacht? Das hat mir ganz extrem Sorgen gemacht, weil mein Vater bereits an Diabetes erkrankt war und auch aufgrund der Folgeerkrankung von Diabetes verstorben ist. Und deshalb weiß ich auch, was Diabetes für eine Krankheit ist. Die sieht man nicht, die tut nicht weh, aber die ist immer da. Und sollte man auch ernst nehmen. Und dann zu hören, dass man selber Prädiabetes hat, oder ist halt schon besorgniserregend. Da macht man sich andere Gedanken, ja. Auf einmal war das Gewicht also auch gesundheitsgefährdend? Genau. Auf einmal war das nicht mehr Gewicht und Ästhetik, sondern es ging auch wirklich darum, oh, jetzt, das geht auf meine Gesundheit, ja. Und was hat der Arzt Ihnen dann empfohlen? Dadurch, dass es Prädiabetes war, haben wir angefangen, hat er mir, darf ich den Namen erwähnen? Ja, also ja, okay. Die Abnehmspritze kann man die sagen. Abnehmspritze, ja, hat er mir die Abnehmspritze empfohlen. Damit einfach der Blutzucker sich stabilisiert und der positive Nebeneffekt davon ist, dass man kein Hungergefühl hat und das Gewicht dadurch reduzieren kann. Jetzt weiß man ja, über die Abnehmspritze wird viel diskutiert gerade, ist irgendwie in aller Munde. Nun hört man ja auch, dass sie Nebenwirkungen haben kann. Haben Sie dann erstmal, als Sie mit dem Arzt gesprochen haben, auch überlegt, ich erkundige mich mal, ich schaue mal nach, oder wie sind Sie da vorgegangen? Ja, definitiv. Also ich habe dann im Internet versucht zu recherchieren, was sind denn die Nebenwirkungen, was erwartet mich, welchen Effekt, was wird mir versprochen von dieser Abnehmspritze. Und ich habe dann für mich selber abgewogen und beschlossen, okay, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Was haben Sie dann so abgewogen? Was stand da gegeneinander? Na gut, also zum einen hieß es ja, dass bei der Abnehmspritze, dass es dann halt, es gibt keine langfristigen Studien. Von dem her, alles, was gesagt wird, ist in erster Linie eine Vermutung, wovon man ausgeht. Also Sie gehen ein Risiko ein. Ich gehe ein Risiko ein. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann diese Erfahrung in der Familie mit Diabetes Typ 2, was Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Herz-Kreislauf, ne, Probleme und alles. Dann mit dem massiven Gewicht, die Gelenke leiden darunter. Und dann haben wir ja noch überhaupt gar nicht angefangen, über mentale Gesundheit zu reden, was auch noch ein großer Aspekt davon ist. Ich muss erst mal sagen, Sie haben ja jetzt gerade auch Situationen geschildert, die Ihnen unangenehm waren. Erstmal vielen Dank, dass Sie so offen darüber sprechen, weil ich glaube, viele werden solche Erfahrungen machen. Ja? Jetzt haben Sie die Abnehmspritze erwähnt. Was sagen Sie als Mediziner dazu? Ja, die Abnehmspritze Ozempic ist ein Senaglutid. Das imitiert ein menschliches Hormon, was den Hunger etwas reduziert, die Magenentleerung verzögert und vor allen Dingen Insulin anhebt. In diesem Fall sage ich, als Arzt ist es indiziert, weil sie natürlich schon diabetische Erkrankung hat.
Und das Mittel ist ja primär für Diabetiker geeignet, aber nicht als Lifestyle-Spritze. Man darf nicht vergessen, Nebenwirkungen kann zu Entzündungen von dem Pankreas oder der Bauchspeicheldrüse führen. Es kann zu Nierenkoliken führen. Es kann zu Depressionen führen. Also die Nebenwirkungen, was Sie vollkommen richtig gesagt haben, sind ja noch die Langzeitergebnisse gar nicht da. Deswegen ist diese Abnehmspritze nur mit medizinischer Indikation zu nehmen. Das heißt wirklich, wenn ich Body Mass Index über 30, 35 habe, wenn ich diabetische Erkrankungen habe, aber nicht als Lifestyle, dass am Schluss solche Patienten das Medikament nämlich gar nicht mehr bekommen, weil andere, die es gar nicht notwendig hätten, das von der Apotheke kaufen. Mhm. Also da muss man schon ein bisschen gucken, dass die Mediziner und auch wir darauf schauen, dass das wirklich nur in bestimmten Indikationen gegeben wird. Denn die Nebenwirkungen sind nicht ohne. Sie haben am Anfang es auch, glaube ich, mal überdosiert, oder? Was ist dann passiert? Genau, also man fängt mit 0,25 Milligramm an und dann steigert man sich auf 0,5 bis auf 1 Milligramm. Wobei ich dann bei 1 Milligramm gemerkt habe, mir ist das irgendwie zu viel. Ich fühle mich dabei nicht wohl, ich bekomme Schwindel, ich bekomme leichte Übelkeit, Kopfschmerzen und bin dann mit der Dosierung einfach auch wieder runtergegangen. Und wie fühlen Sie sich jetzt körperlich? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht jetzt? Also von den Nebenwirkungen, jetzt Übelkeit, Kopfschmerzen, was halt alles bekannt ist, habe ich gar keine gehabt. Habe ich mich sehr gut gefühlt, das kam nur bei dieser 1 Milligramm Überdosierung. Aber ansonsten bin ich begeistert, mir geht's gut, ich fühle mich gut. Das heißt aber, im Grunde müssten Sie die Spritze immer weiter nehmen, oder? Ja. Sonst kommt der Jojo-Effekt. Und im Prinzip muss man sagen, wenn man es absetzt, nimmt das Gewicht wieder zu. Und große Untersuchungen in Australien haben gezeigt, dass wenn das nicht kombiniert wird mit Bewegung, mit vernünftiger Ernährung, dass das auch dann keinen Sinn letztendlich macht. Also man muss wissen, man muss es lebenslang nehmen, die Nebenwirkungen beachten. Und deswegen muss die Indikation ganz streng gestellt werden. Das ist also nicht mal so sagen, ich möchte jetzt mal ein paar Kilo abnehmen, dann sage ich lieber Bewegung, mediterrane Küche, abends weniger essen und auf Süßigkeiten verzichten. Da kommen wir noch drauf, auf die Süßigkeiten. Ja. Beunruhigt Sie das denn, dass, wenn Sie es absetzen würden, dass es dann auch vorbei ist mit der Wirkung? Also ich würde nicht sagen, dass es mich beunruhigt, weil ich hoffe darauf, dass ich in dieser Zeit, wo ich es nehme, einfach auch gelernt habe, besser zu essen, gesünder zu essen, meine Portion einzuschätzen, ein gesundes Verhalten zur Portionsgröße und zum Essen zu etablieren und halt auch mehr Bewegung einzubauen. Weil oftmals, ich sehe jetzt zum Beispiel, anders, ich zum Beispiel bin der Meinung, man sollte dieses Medikament auch als Lifestyle-Medikament zulassen, von dem medizinischen Aspekt her abgesehen, da bin ich kein Experte von, aber weil ich denke, sehr viele übergewichtige Menschen, denen fehlt erstmal ein Erfolgserlebnis. Also Sie würden sagen, selbst wenn Sie diese medizinische Indikation nicht gehabt hätten, ach, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt, ich hatte diese Heißhungerattacken, das mit der Ernährung hat nicht geklappt, ich konnte noch so oft mit dem Kinderwagen rumlaufen, es hat nicht geklappt, ich hätte die Pille auch genommen, selbst wenn es medizinisch jetzt nicht notwendig gewesen wäre. Ja. Ja, da ist was in der Welt. Ja. Jetzt nimmt man es auch, Herr Mang. Ja, gut, aber ich meine, es ist so, dass doch ich persönlich meine, dass wenn man diszipliniert lebt, wenn man eine Adipositas hat, eine echte Erkrankung, ist es ein ganz anderes Thema, auch mit der Abnehmspritze. Mein Freund Karl Mund, der ist drei Jahre habe ich den bearbeitet, dass er nicht das Abnehmspritze oder sonstige den mir nimmt. Er hat alles versucht, sondern Magenband, Magenschlauchoperation. Der ist jetzt wunderbar dankbar, hat die Hälfte des Kilo, also glaube ich 80 Kilo abgenommen, fühlt sich wohl. Also das ist medizinisch natürlich für massives Übergewicht, Adipositas, auch eine wirklich gute Alternative, eine Magenverkleinerung. Aber wie gesagt, man muss es lebenslang nehmen, man muss es kombinieren, wirklich mit Disziplin. Ich glaube, wenn Sie sind so eine tolle Frau, Sie würden es auch ohne die Spritze hinkriegen. Ich denke schon, kann sein. Ja, aber andererseits, ich meine, Sie haben das ja öffentlich gemacht, ne? Ihre Erfahrung damit. Da haben Sie bestimmt Zustimmung bekommen. Aber man hört auch immer wieder, dass Menschen, die die Abnehmspritze
nehmen, oft auch suggeriert bekommen, naja, das sind die, denen das zu, ja, die zu bequem sind, eben diesen harten Weg zu gehen und so. Hören Sie solche eine Kritik auch? Definitiv und auch ganz andere, aber ich denke mir, warum sollte ich es mir nicht einfach machen? Wir haben die Schönheitschirurgie, die es uns einfach macht. Warum sollte ich es mich hier auch nicht einfach machen? Das ist eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung. Das Leben ist schwer genug. Finanziell, beruflich, Liebeskummer. Warum sollte ich es mich hier schwer machen? Ja, da prallen jetzt zwei an. Die ist nicht belehrbar. Ja. Da prallen eben zwei Haltungen aufeinander. Nun muss man ja sagen, das, was Sie sagen, das gibt es ja auch in anderen Kreisen. Auch Hollywood-Stars nehmen ja, wie man hört, auch mal die Abnehmspritze. Ja, die Kim Kardashian und der Elon Musk. Der schillernde Elon Musk hat es publiziert und der Umsatz hat sich vertausendfach mit der Abnehmspritze. Ja? Also dem Elon Musk hätte ich empfohlen, wirklich Training und sich abmühen im Fitnesscenter, mediterrane Kost und so weiter. Aber man sieht das Problem doch, dass halt das von der Presse gehypt wird. Es wird überall geschrieben über die Abnehmspritze. Es wird geschrieben von Leuten, wo die abgenommen haben. Und das führt doch dazu, dass es halt auch immer mehr Leute nehmen. Ja, und es ist weil halt es wird wenig da. Es wird zwar immer gesagt, es gibt Nebenwirkungen, aber es wird doch keine speziellen Fälle, sondern es wird doch immer nur die Fälle, wo es geklappt hat, drüber geschrieben in der Presse. Und das führt doch dazu, dass es immer mehr Leute nehmen. Was sagen Sie, Frau Hoppmanns, was sagen Sie dazu, dass es offenbar immer mehr einen Trend gibt auch zu dieser Abnehmensspritze? Wie beurteilen Sie das? Also ich finde, jeder muss selber für sich entscheiden, was er mit seinem Körper machen möchte. Ich finde, für mich jetzt persönlich, wenn ich höre, das Risiko wäre, Depressionen zu bekommen, wäre das für mich schon so eine Grenze, wo ich sage, okay, da bin ich nicht dabei. Ne? Also das wäre mir jetzt persönlich zu gefährlich, weil ich stehe absolut für Body Positivity und dazu gehört immer die psychische Gesundheit dazu. Also das mentale Empfinden zum eigenen Körper macht ja auch ganz viel aus zu dem, was hinterher was mit dem Körper überhaupt passiert. Und das unterschätzen wir ganz oft, weil wir ganz oft heutzutage wird so leicht gemacht mit Filtern irgendwo drüber. Man muss sich ja gar nicht mehr operieren lassen, sondern wenn man gar nicht wirklich gesehen wird und nicht wirklich vor jemandem steht, gerade bei jungen Menschen in sozialen Medien, da sind so viele Filter drüber, das können wir auch so gut gemacht gar nicht mehr nachvollziehen, ist das echt oder nicht. Dennoch mag ich immer betonen, der Körper ist das größte Geschenk, was wir im Leben bekommen haben und wir sollten immer sehr bedacht damit umgehen und überlegen, was tun wir dem an oder was tun wir dem Gutes. Ist so. Ja. Wenn Sie so sagen, Sie nehmen aber die Abkürzung, warum soll man sich's denn so schwer machen, wenn es auch leicht geht? Ja. Hängt das auch damit zusammen, dass der Körper einfach so eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft? Dass wir irgendwie auch beurteilt und eingeteilt werden, je nachdem, wie wir aussehen? Definitiv. Man möchte ja auch einer gewissen, also in meinem Fall, ich möchte einer gewissen Norm entsprechen. Ich möchte nicht unbedingt in einer Masse auffallen. Jetzt hier ist wahrscheinlich genau das Gegenteil der Fall. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte nicht in einer Masse auffallen. Ich möchte ganz normal durch die Straßen laufen. Ich möchte mich ganz normal in einen Stuhl setzen, ohne dass er sich mit mir anhebt. Ich möchte in ein Geschäft gehen können und meine Sachen kaufen, die da sind in den ganz normalen Größen. Ich möchte ganz normal am Leben teilnehmen. Und ich denke, daran ist nichts verwerflich. Und das hat auch nichts mit Schönheitswahn zu tun. Also Sie suchen nicht den perfekten Körper, sondern den für Sie stimmigen. Ich suche meinen Wohlfühlkörper. Mhm. Bei dem Perfekten wird es wahrscheinlich nicht geben. Das liegt im Auge des Betrachters, ja. Und selbst wenn Sie mit Herrn Mann nicht überein sind, ja, das, glaube ich, müssen wir auch so stehen lassen. Wir sind nicht dazu da, das zu harmonisieren. Vielen Dank, dass Sie so offen über Ihre Position und Ihre Erfahrungen gesprochen haben. Danke. Vielen Dank. Man ist ja allgemein auch schnell dabei, nicht nur bei diesem Thema zu sagen, ja, es gibt so ein paar Prozent Risiko, dass da was passieren kann. Aber mich wird es schon nicht treffen. Wenn es einen dann aber trifft, Herr Padar, dann hilft einem die Statistik auch nichts. Sie sind nach einer Schönheitsoperation, für die es damals ja keine medizinische Indikation gab, in eine lebensgefährliche Situation geraten. Und es war sehr knapp. Aber fangen wir erst mal an einem anderen Punkt an. Wie wichtig war das Thema Schönheit, wenn Sie so auf Ihr Leben zurückschauen für Sie? Also das Thema Schönheit. Schönheit hat ja viele Facetten. Mhm. Wie man auch in dieser Runde sieht, jeder definiert das anders für sich. Bei mir war das die herkömmliche, sage ich mal so im allgemeinen Sinne bekannte. Ich wurde schon als Kind gelobt. Irgendwie, ach, so schöne große Haselnuss.
braune Augen, alles. So nach dem Motto. Es wird alles kleiner mit dem Alter. Ja. Es war schon immer ein wichtiges Thema bei mir. Ja. Und das eine ist ja das, was von außen kommt. War es Ihnen denn dann irgendwann auch wichtig, diesen Erwartungen, diesem Lob auch weiter zu entsprechen? Das ist das Thema. Das habe ich mir also wirklich auch lange überlegt. Mhm. Wieso habe ich das gemacht? Mhm. Ja, es war so. Ja? Aber es war so, dass man dann diese Erwartungshaltung auch an sich selbst gestellt hat. Mhm. Hat man die nicht erfüllt, hat man gesagt, okay, ich habe was verkehrt gemacht. Mhm. Man hat sich selbst dafür die Schuld gegeben. Und das war der große Denkfehler. Nur damit wir Sie auch kennenlernen. Sie sind sehr gepflegt, das habe ich am Anfang schon gesagt. Würden Sie denn auch mal so ungestylt irgendwie aus dem Haus gehen? Oder passiert Ihnen das eher nicht? Eher nicht. Also tatsächlich, das habe ich letztens schon erzählt, Sie reden hier mit jemandem, der sich zum Müll rausbringt, eine Krawatte umbindet, im übertriebenen Sinne. Okay. Mache ich nicht wirklich. Nein, weil immer, Sie werden dann gesehen, wenn Sie nicht gesehen werden wollen. Und dann zieht das so eine Kettenreaktion mit sich, ach, der sah ja schlimm aus. Und das ist dann natürlich unschön. Und wie viel Zeit investieren Sie und haben Sie immer in... Zu viel? Zu viel. Das holen Sie uns mal ein, inwiefern? Was gehört da alles dazu, um schön zu sein? Schönheitsschlaf möglicherweise? Ne? Tatsächlich schlafe ich wenig, weil ich eigentlich zu viel unternehme. Also jetzt in meiner Wohltätigkeitsinitiative Tatsache. Nein, je älter man wird, umso mehr Mittel muss man einsetzen. Das ist eine Cremeschicht mehr, die man auftragen muss. Die muss einziehen und solche Geschichten. Das haben Sie ja schon angesprochen. Ich meine, solange wir jugendlich sind, prallt vieles an uns ab. Aber wenn man älter wird, wird es dann auch schwerer, diesem eigenen Ideal standzuhalten? Mit dem Alter wird so einiges schwieriger. Ich meine, ich bin jetzt 51 und ich merke, es ist nicht mehr wie mit 35. Mhm. Mit 36, wie ich gehört habe. Also ist ein Unterschied und ich will mich ja nicht verändern. Man möchte einfach das, was man hat, so lange wie möglich halten. Mhm. Und wie haben Sie denn nach, Sie haben gesagt, Cremes sind das eine. Haben Sie auch sonst irgendwas machen lassen? Nein, nicht viel. Also ein bisschen Botox habe ich gemacht. Botox? Genau. Mhm. Von die Zornesfalte, ja. So, damit nicht so böse aussieht. Ja. Sowas haben Sie schon gemacht. Dann haben Sie dann haben Sie irgendwann mit dem Rauchen aufgehört. Was hat das für körperliche Folgen? Also erstmal eine gute Entscheidung, muss man dazu sagen. gar nichts gegen zu sagen. Aber was hat das für Konsequenzen für Sie gehabt im Leben? Also es ist ein bisschen ähnlich wie nach der Schwangerschaft. Also wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, Sie kompensieren das mit Essen. Bei mir war das Süßkram. Also ich war 35 Jahre, das muss ich dazu sagen, Kettenraucher. Ich habe wirklich, man sah mich nur mit Zigarette, also ich habe nie ein Feuerzeug gebraucht, war ständig gequalmt, bis ich gemerkt habe, gut, jetzt mit dem Alter, es wird nicht besser werden, alles, lass es sein. Jeder Raucher, glaube ich, kennt das oder die meisten Raucher, man macht zig Versuche mit dem Aufhören, also zig Anläufe, funktioniert nie. Ich habe gesagt, okay, bis jetzt 50, jetzt machst du es, jetzt oder nie, jetzt ist die Zeit und ich habe es durchgezogen, aber habe Gewicht zugenommen. Und dann haben Sie, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wahrscheinlich versucht, ja, Bewegung, andere Ernährung, aber hat nicht so funktioniert? Ernährungsumstellung, viel schwimmen gegangen, je nachdem, wie meine Zeit das erlaubt hat auch. Das ist ja auch eine Zeitfrage. Nein, aber ich denke, auch mit dem Alter ist das auch schwieriger. Mhm. Sie haben sich dann auch entschieden, einen Eingriff zu machen, ja. Fett absaugen zu lassen in einer Klinik. Als dann klar war, die OP steht an, wie hat zum Beispiel Ihre Familie dann reagiert? Also ich bin nicht groß damit hausieren gegangen, aber die es wussten, die haben mir alle abgeraten. Aber sie hören ja nicht zu. Ja, ja, was haben die gesagt? Mensch, brauchst du nicht. Hast du doch gar nicht nötig. Genau das. Ja. Aber sie hören nicht zu. Und haben sie auch gesagt, geh doch nicht so ein Risiko ein? Weniger. Also eher, brauchst du nicht die paar Kilo, das kriegst du, das schaffst du schon so. Aber ich dachte mir, gut, das ist eine Zeitfrage. Hab auch den einfachen Weg gesucht, ja, warum nicht? Man hört es auch in den Medien, wie Sie so schon gesagt haben. Jeder macht es, es ist mittlerweile ein Routineeingriff. Man ist nicht davon ausgegangen, dass tatsächlich was schiefgehen kann. Und doch, es kann. Dann kam dieser Tag, der 18. September letzten Jahres, ein Montag. Sie mussten früh dort sein. Als Sie dann dort eingetroffen sind, wie ging es dann weiter? Was haben Sie dann noch in Erinnerung? Also das Übliche, ich war dann morgens um 8 in einer Privatklinik am Kurfürstendamm in Berlin. Nochmal Unterlagen, mit dem Anästhesie-Team nochmal gesprochen. Dann kam der operierende Arzt, hat nochmal so die Zeichnungen gemacht, die man so bekommt. Dann wurde ich in den OP-Saal geführt auf der Liege und in Narkose versetzt. Und dann, als Sie nicht mehr bei Bewusstsein waren sozusagen, begann das Drama. Was ist dann passiert? Bei der Liposuktion, also bei der Fettabsaugung, muss er mit dem Stab meine Leber verletzt haben.
dreifach. Also ich hatte einen dreifachen Leberriss. Was bedeutet, ich hatte eine Unmenge an Blut im Bauchraum. Also ich glaube 3,5 Liter. Ich war am Verbluten. Haben die, die Ärztinnen und Ärzte das sofort gemerkt? Nein, wohl nicht. Erst nach 40 Minuten. Nach 40 Minuten? Die haben mich zuerst an den Flanken, also an dem Flankenfett abgesaugt. Ich lag auf dem Bauch. Als sie mich umgedreht haben, auf den Rücken gelegt haben, bin ich komplett abgesaugt. Da haben sie gemerkt, okay, es stimmt irgendetwas nicht. Irgendetwas läuft hier schief gerade. Und was haben sie dann gemacht? Die haben mich zuerst aus der Narkose geholt. Davon weiß ich aber nichts mehr. Ich habe das aus dem Arztbrief. Mhm. Um zu gucken, ob ich irgendwie eine allergische Reaktion auf diese Narkose hatte. Die hatte ich nicht, also wurde ich wieder in Narkose versetzt. Und daraufhin haben sie einen Krankenwagen gerufen. Dieser Krankenwagen hat mich in die Charité, also eine Klinik in Berlin, gefahren. Ich unter Narkose, ich habe nichts mitbekommen. Ich bin erst am Folgetag, also ich bin Montagmorgen am Kurfürstendamm in eine Privatklinik gegangen, Dienstagabend Charité-Intensivstation aufgewacht, am anderen Ende der Stadt. Wenn man sich aber überlegt, was ist in der Zeit passiert, wie viel Blut hatten Sie verloren? 3,5 Liter. Wie eng war das Ganze? Also mussten sich Ihre engsten Angehörigen damit beschäftigen, dass Sie es vielleicht nicht schaffen? Wir haben einen Anruf bekommen und ich möchte es so ausdrücken, es wurde mitgeteilt, dass ich die Nacht höchstwahrscheinlich nicht überleben werde. Also ich liege im Sterben und man könne sich noch verabschieden. Was hat Sie dann noch gerettet sozusagen? Der liebe Gott. Mhm. Mein Wille, ich weiß es nicht. Gut, dass Sie hier sind. Also das wirklich... Danke. Sie haben ja das geschrieben, Sie sind da in Narkose versetzt worden, dort wieder aufgewacht. Wie war das dann, als Sie aufgewacht sind? Ich habe ja von dem Ganzen nichts mitbekommen. Ja. Ja, ich war ja in Narkose und dann im Koma. Mhm. Also für mein Umfeld war das wesentlich schlimmer natürlich. Also meine Familie, die sind alle 10 Jahre gealtert. Die kamen ja an mein Totenbett, an mein Sterbebett, sich von mir verabschieden. Mhm. Ich liege da friedlich im Koma, ich bekomme nichts mit. Für die Angehörigen und den Menschen, denen man was bedeutet. Mhm. Das ist wohl eine ganz schlimme Erfahrung. Wie lange haben Sie gebraucht, um wieder so einigermaßen auf dem Damm zu sein? Ich bin es immer noch nicht. Mhm. Also die letzten 30-35%, sag ich mal, lassen ewig auf sich warten. Es ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder zurückkommt. Ist so ein Leberriss ein typisches Risiko für diese Form der OP? Also hier ist meiner Ansicht nach 3 Fehler gemacht worden. Erstens mal macht man heute die Fettabsaugung nicht in Vollnarkose, sondern mit der sogenannten Tumeszenzanästhesie. War da Vollnarkose? Ja, weil auch eine Bauchdeckenstraffung gemacht werden sollte. Das sollte alles in einer OP kombinieren. Das soll man auch nicht kombinieren. Also bei Ihnen wird das alles nicht passieren? Nein, also wirklich ist es so, wir machen das täglich seit vielen, vielen Jahren. Und haben mit der Tumeszenzliposuktion, die ich teilweise mitentwickelt habe, wirklich sehr gute Ergebnisse. Und natürlich muss man sagen, dass gerade die Fettabsaugung, wir haben 17 Todesfälle analysiert in einer Arbeit, durch Fehlverhalten. Ich meine, hier ist meiner Ansicht nach auch ein Gefäß verletzt worden. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das macht. Das muss ich mir schon sagen. Und das Zweite ist, eine Liposuktion ist eine gefährliche Operation, die soll in einer großen Klinik stattfinden, damit alles bereitstellen kann. Das ist ja schon ein bisschen abenteuerlich, in Narkose von der Praxis in die Charité und dass er dann praktisch 2 Tage später aufwacht. Also das ist natürlich ein Fall, wo man schon sagen muss, und das sollte nicht passieren. Jetzt sagen Sie ja auch, es ist kein Einzelfall. Und ich erinnere mich, als es losging mit Schönheitschirurgie und so, da war ein zentrales Argument immer, dass Sie gesagt haben, ist das jetzt in dem Sinne Medizin, wenn da Menschen kommen, die keine medizinische Indikation haben, die eigentlich kein Problem haben und aus kosmetischen Gründen was machen lassen wollen. Dafür gehen Sie so ein Risiko ein. Steht das im Verhältnis? Ist diese Kritik, wenn man das hört, 17 Todesfälle, ja, ist da nicht nach wie vor was dran? Deswegen muss man den Patienten extrem aufklären, die Indikation sauber stellen und auch eine Bauchdecke mit einer Fettabsaugung nicht kombinieren. Da kann es wieder zu Thrombosen, Embolien kommen. Da gibt es einfach ganz klare Gesetze. So wie wenn ich einen Blinddarm operiere, den operiere ich immer an der gleichen Stelle nach dem gleichen System. Und dementsprechend ist es halt so, dass viele nicht diese harte Schule gemacht haben und nicht die Kriterien. Und nochmal, Fettabsaugung gehört eine große Klinik,
mindestens mit 1-2 Tagen Überwachung. Wäre das ambulant gewesen? Nein, stationär. 2 Tage stationär. 2 Tage. Also auf jeden Fall muss da alles bereitstehen. Und wie gesagt, Schönheitschirurgie ist an sich eine sichere Chirurgie, sicherlich teilweise wie orthopädisch oder Knochenchirurgie. Aber das muss man auch sehen, ob man dieses Risiko dann eingehen will. Das muss man mit dem Patienten besprechen. Und Sicherheit und Risiko ist ja schon, kann als Gegensatz verstanden werden. Jetzt ist das ja erst ein halbes Jahr her. Wie ist das, wenn Sie darüber sprechen heute? Also jetzt, ein halbes Jahr später, denke ich mir, wie konnte ich nur, Tatsache. Also es ist nicht so, dass ich so ganz unrecherchiert reingegangen bin. Aber zu oberflächlich, weil man sieht das links und rechts, jeder macht das, der Star hat das gemacht. Es ist ein einfacher Weg, es ist ein Routineeingriff, denkt man. Das Aufklärungsgespräch wird eigentlich meistens schnell vonstatten, also abgehandelt. Muss man machen, unterschreiben Sie, passiert selten mir schon gar nicht, wie die Ärzte das so sagen. Man geht zu leichtfertig ran, zu leichtsinnig. Und ich habe ja auch gesagt, gut, ich nehme den einfachen Weg, kann ja nichts passieren. Passiert mir schon nicht. Und dann denkt man natürlich schon, auch Mensch, mich haben so viele gewarnt, ne, und ich bin drüber weggegangen. Aber ich habe noch eine Frage. Sie haben gesagt, auch eine Bauchdeckenstraffung. Ja. Hatten Sie so einen riesen Bauch gehabt? Das kann ich mir bei Ihrer Eitelkeit und guten Ernährung gar nicht vorstellen, dass man da eine Bauchdecke hätte machen müssen. Ich glaub, Bauchdecke machen wir, wenn wirklich der ganze Bauch Zentimeter weiß rüberhängt und extrem viel Volumen hat. Hatten Sie das? Nein, und im Nachgang sehe ich das ja auch, warum mir alle davon abgeraten haben, bis auf den Arzt, der mich operiert hat. Mhm. Ja. Sie haben ja gesagt, die letzten 30-35% lassen noch auf sich warten. Was heißt das? Was geht? Was geht auch also immer noch nicht? Der Allgemeinzustand, also diese Kondition ist nicht zurück. Also ich war immer jemand, der eher schlafen gegangen ist, wenn er seine Arbeit erledigt hat. Jetzt weiß ich, okay, der Körper macht nicht mit. Der macht einfach nicht mit. Ich bin früher müde, also wesentlich früher müde. Ich merke, okay, das überanstrengt mich jetzt, das ist jetzt zu viel. Du machst hier Schluss. Kurzatmigkeit, es geht auch auf die Psyche sehr stark natürlich. Ist es richtig, dass Sie auch manchmal Albträume noch haben? Ja. Weil, was geht da noch in Ihnen vor? Was sind das für Gedanken, die Ihnen auch nachts noch nachhängen? Überwiegend sind das Gedanken, was habe ich meiner Familie damit angetan? Weil tatsächlich ist das eine Sache, die ja auch nicht von heute auf morgen, gut, er hat überlebt, weg ist. Mhm. Also da muss man sich der Verantwortung auch bewusst sein, was man seinem Umfeld damit antut. Also es geht eine Menge jetzt in Ihnen vor. Und wie ist das Ergebnis jetzt? Wie schaut das, der Bauch jetzt aus? Soweit ist der Arzt nicht gekommen. Also er hat die Flanken gemacht. Beim Umdrehen musste die Operation nach 40 Minuten abgebrochen werden. Da ist was verletzt worden dann. Genau. Ich meine, das alles ist ja dadurch entstanden, das würde mich jetzt noch interessieren, ist ja dadurch entstanden, dass Sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Ihrem perfekten Körper, Ihrem Ideal wieder näher kommen wollen. Sind Sie von diesem Ideal denn jetzt kuriert oder arbeitet das nach wie vor in Ihnen, diese Erwartung an sich selbst? Also mit perfekter Körper, der für mich perfekte Körper. Ich werde nie einen perfekten Körper haben, aber mein, wie Sie auch so richtig gesagt haben, Wohlfühlkörper oder Wohlfühlgewicht, fast nah dran wieder, ja. Aber ist dieses Ideal denn weiter? Man kann ja sagen, das Ideal hat Sie auch in diese Situation gebracht. Nein, hat es nicht. Es hat sich nicht verändert, nein. Also ich will schon noch in meine Hosen passen. Sie wollen weiterhin da dranbleiben. Also da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Nein, aber vielleicht mit anderen Mitteln. Was ist denn die Lehre, die Sie dann gezogen haben aus dem? Die Lehre daraus ist, dass man wirklich sehr, sehr, sehr gut recherchieren sollte, was man machen lässt, wie hoch sind die Risiken, sich vielleicht mehr reinlesen, als alles oberflächlich abzuhandeln und doch ein bisschen mehr nachzufragen, auch bei dem Aufklärungsgespräch. Also erstmal finde ich es toll, dass Sie hier darüber sprechen. Und das Wichtigste ist wirklich, dass Sie heute hier sitzen. Also toi, 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 dass es weiterhin auch gut geht und die letzten 35% noch kommen. Das ist ja auch ein Punkt, Sie wollen weiter fit bleiben, schön bleiben. Sie haben gesagt, Sie hatten den 50. Geburtstag, da kamen so neue Überlegungen an. Jetzt könnte man ja auch sagen, was soll das alles mit der Schönheit? Wie auf uns alle kommt ja das Alter zu. Würden Sie vielleicht auch sagen, ach, lass die Falten kommen, lass die Schlupflider kommen und ist doch egal, dann altern wir eben? Oder würden Sie sagen, Sie haben diese Gedanken auch? Also Sie haben ja zu Beginn die These geäußert, gibt es einen perfekten Körper? Und
den gibt es. Auch in unserer Vorstellung. Wir jagen ja nach einem perfekten Körper. Also wir jagen nach der Vorstellung, etwas zu sein, das wir noch nicht sind. Also wir suchen ein Potenzial. Und wir bilden uns immer ein, dass wir den perfekten Körper immer visuell darstellen, aber nie in seiner Funktionalität. Wir wollen aussehen wie 30, aber riskieren dafür nicht mehr zu agieren wie 30. Ich bin 30. Mhm. Ja, ich kann auch 20 sagen. Ja. 20 ist ein bisschen jünger, ein bisschen besser. Aber wir wollen ja leistungsfähig bleiben, weil es bringt uns alles nichts, wenn wir ins Alter gehen und Dinge nicht mehr können. Mhm. Für den Preis, den wir jetzt zahlen. Und ich finde, so die wichtigste Art und Weise ist, dass wir feststellen, dass die beste Form des Führens Vorführen ist. Mhm. Instagram, Social Media, es wurde sehr, sehr gut dargelegt. Ich bin jetzt keine Kim Kardashian, aber auch ich trage Verantwortung mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. Und dementsprechend muss man einfach wissen, dass mit jeder Handlung, die wir tätigen, wir auch andere Menschen dazu beeinflussen, sie ebenfalls zu tun. Und der leichte Weg zu einem perfekten Körper, den gibt es nicht, weil also wir brauchen ja nicht Leichtigkeit, wir brauchen Stärke. Wir müssen im Alter müssen wir stärker werden. Ab 40 verlieren wir 1% Muskeln jedes Jahr. Wir werden also per Definition schwächer, wenn wir nicht stärker werden wollen. Also Sie sprechen jetzt schon verschiedene Altersstufen ja auch an. Wir haben über das Alter gesprochen. Sie sind jetzt 30. Nehmen Sie uns mal mit in das Wartezimmer Ihrer Klinik. Wer sitzt da drin? Wer kommt denn dazu? Ja, das sitzt drin von 18 bis 80. Mhm. Und was wollen heute Frauen? Was wollen heute? Es ist so, gerade von der Alterschirurgie, wo wir angesprochen haben. Ich glaube, ich bin hier der Reifste in dieser Runde. Und es ist so, dass natürlich heute bei guter Ernährung, also für mein Leben ist der OP ohne Arbeit, ging es mir ganz schlecht. Und ich hoffe, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr, 80. Lebensjahr. Freudscher Versprecher, aber Sie fühlen sich jung, man merkt es. Genau. Mhm. Dass man da, der liebe Gott, mir die Kraft gibt, weiter meinen Beruf aufzuführen, weil ich den einfach toll finde. Und dementsprechend ist man heute, mein Vater, als er 70 war, war ein alter Mann. Ja, aber heute ist man mit 70, wenn man trainiert, ich mache dreimal die Woche Training, Sport, natürlich auch Ernährung gut. Manchmal kämpft man mit dem Funden, aber da kann man wieder was dagegen tun. Ich benutze zum Beispiel keinen Lift und fahre Fahrrad und bin halt ziemlich auch auf dem Sportplatz unterwegs. Das heißt, da kann man was tun und dann sehe ich das auch ein, wenn man sich wie 50 fühlt. Natürlich in der Früh, wenn man aufsteht, tun einem die Knochen und die Muskeln mal weh. Aber wenn man sich mental wie 50 fühlt, wie ich beispielsweise, dass man dann ruhig mal auch nachdenken könnte über Schlupflieder, Tränensäcke. Aber meine Mama ist 94 geworden, war an sich immer fit und gesund, ist faltenlos zu Hause eingeschlafen. Also wenn ich das Schicksal habe, dann ist perfekt. Ich habe so den Eindruck, vor 20 Jahren mussten sich die Menschen, die eine Schönheits-OP gemacht haben, irgendwie noch rechtfertigen. Und man hat auch immer so spekuliert, hat die was gemacht, hat der was gemacht. Und deswegen musste das auch alles unauffällig sein. Täuscht es oder ist es heute das Gegenteil? Gibt es immer mehr Menschen, die wollen, dass man auch sieht, dass sie operiert sind. So kommt es mir zumindest vor. So wie bei einer Markentasche, das dann auch dick also die Marke. Also in Amerika ist es so, dass man das öffentlich sagt und dass es auch Geld gekostet hat. In Deutschland ist es schon so, dass eine gewisse Schicht, also die Damen mit den Megabrüsten und mit diesen aufgespritzten Lippen und ein bisschen Botox, was ja nicht meine Schönheitsideale sind. Mein Schönheitsideal ist Grace Kelly von der Optik her, von der Harmonie her beispielsweise. Und beim Mann, was ist da? George Clooney zum Beispiel, der ist männlich, griechischer, altgriechischer Typ. Ja, und zeitlose Ästhetik, das ist also das, was ich jeden Tag in meinem Kopf auch beim Operieren habe. Aber manche Trends halt mit Instagram, Kim Kardashian und es gibt ja auch verschiedene in Deutschland, die eben diese extreme Lippen haben, die auch durch die Lippen und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Aber im Prinzip ist es immer noch ein Tabuthema, auch gerade wenn ich Prominente operiere. Die müssen also durch die Nebentür eingeschleust werden und ja nichts operieren. Und ich frage auch immer, warum. Ich sage, wenn ich mir mal die Schlupflieder operieren lasse, dann komme ich wieder zum Steinbrecher. Ja? Aber das ist immer noch ein Tabuthema. Also das ist, muss ich ein bisschen widersprechen, für diese nicht so, für die ganz geringe Schicht ist es gut, dass man das zeigen kann, man operiert, aber der Großteil, die Prominenz will immer noch Tabuthema. Soll immer noch ganz natürlich aussehen und soll eigentlich keiner wissen. Genau.
Wenn wir in den Spiegel schauen, dann ist es ja höchst subjektiv, was wir als schön empfinden oder auch als stimmig für uns empfinden. Herr Buchholz, lernen wir Sie erstmal auch ein bisschen kennen. Sie kommen aus Dortmund, ja. Arbeiten auch für eine große Telekommunikationsfirma. Was machen Sie da genau? Ja, ich habe also Informatik studiert und ich arbeite dort in der EDV. Ich betreue dort die Computerprogramme. Und wie lange arbeiten Sie da schon? Ich arbeite über 25 Jahre. 25 Jahre. Also das heißt, Sie fühlen sich da auch wohl mit den Kolleginnen und Kollegen? Und Sie haben doch vor ungefähr 25 Jahren auch damit begonnen, sich körperlich zu verändern. Das heißt, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben das so mitgekriegt? Ja, die haben das mitgekriegt. Ich habe das nie versucht zu verheimlichen, sondern ich habe das halt öffentlich gemacht. Wäre Ihnen jetzt auch nicht gelungen, glaube ich, das zu verheimlichen, zumindest in dem Stadt. Ja, ich kenne halt Leute, die das immer versucht haben. Die haben ihre Tattoos nur so weit, dass sie halt, wenn sie im Sommer ein kurzärmliches T-Shirt anhaben, dass keiner was sieht. Und sonst, wenn sie das ausziehen würden, ist halt alles tätowiert. Das habe ich halt nie versucht. Und ich habe... Wenn man guckt, Facebook, Instagram, ich habe das halt auch immer gepostet, sodass das halt auch alle sehen konnten. Und wie ging das denn los mit den Tattoos? Was hat Sie denn da angesprochen? Ja, so im Nachhinein habe ich nie so einen tieferen Grund gefunden. Ich habe angefangen, hatte Spaß dran, habe das weitergemacht. Es war halt auch damals noch... Ende der 90er Jahre noch nicht Mode, weil heute ist es halt Mode oder sowas. Ich habe halt auch das immer gemacht, was ich machen wollte und nicht, was Leute gesagt hatten. Was waren Sie denn vorher für ein Typ? Ich meine jetzt auch mal zum Beispiel äußerlich. Waren Sie so einer mit schrillen Klamotten und irgendwie auffälligen Haarstil oder waren Sie eher so ein Normalo? Ich war eher so ein Normalo gewesen. Normalo, also eigentlich unauffällig bis dahin. Unauffällig, ja. Gut, und dann haben Sie da angefangen, dann wurde es immer mehr. Ne? Ja. War das dann so, wie manche sagen, dass es wie so eine Leinwand ist, die Sie einfach dann auch irgendwann voll gestalten wollten? Oder was hat Sie weitergetrieben, immer weiterzumachen? Ja, es ist halt dann halt, bei den Tattoos war es halt wirklich so, halt, wenn ich ein neues Tattoo habe, es sah voll aus und je öfter ich in den Spiegel geguckt habe, umso mehr sieht man dann halt die Lücken zwischen den Tattoos. Da habe ich was hingemacht. Aber andererseits war es bei mir nie so gewesen, dass ich über die Tattoos noch eine Schicht drüber gemacht habe. Weil ich kenne halt auch Leute, die dann voll tätowiert waren, die haben dann nachher Farbe reingemacht, haben neue Tattoos drüber gemacht und alles. Das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, dann war es halt voll gewesen und das war's. Dann war es voll. Und ich gucke jetzt gerade, womit Sie es voll gemacht haben. Ich sehe da, was sind das für Motive? Ich sehe Frauengesichter. Ja, das sind halt Motive, teilweise sind die aus Büchern, teilweise hat die der Tätowierer gemalt. Also ich sind sehr viele Frauengesichter. Also und so ganz angenehme Motive eigentlich, ja, keine Totenköpfe, oder? Nein, ich mag halt lieber angenehme Motive. Sie sollen halt andere Leute auch nicht abschrecken. Es soll gut aussehen und nicht keinen abschrecken. Verstehe. Dann haben Sie ja aber mit den Tattoos nicht aufgehört, sondern Sie haben dann weitergemacht mit Piercings. Wie viele Piercings haben Sie jetzt aktuell? Ja, also ich habe sie das letzte Mal gezählt, das war beim Guinness Weltrekord. Da muss man die ja offiziell zählen und da waren das 453. So. 453. Das, sonst habe ich es nicht gezählt, weil eigentlich so die wirkliche Zahl interessiert mich halt sonst nicht, weil es ist halt, für den Rekord musste man das machen, aber sonst ist es halt nicht. Aber so um den Mund herum sind ja schon sehr viele, ne? An den Lippen. Ja, das sind in den Lippen und 100. Und Sie haben aber auch sehr viele im Intimbereich, im Genitalbereich. Ja. Jetzt ist es das so, dass wahrscheinlich gar nicht alle hier sich unbedingt vorstellen wollen, wie das aussieht oder wie das genau ist. Andere finden es vielleicht aber auch toll. Welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie darüber reden oder wenn es auch Leute sehen? Was sind so Reaktionen, die Sie bekommen? Ja, die Reaktionen sind was, wenn man so Leute auf der Straße trifft, die Hauptfragen sind immer, tut das nicht weh, wie viele sind das? Und dann gibt es noch hin und wieder die dritte Frage, wie rasierst du dich? Wie rasierst du dich? Ja. Das sind so im Prinzip alle Fragen, die kommen. Es ist selten, dass Leute noch eine andere Frage stellen. Und das ist sogar
wenn ich im Ausland bin, dann kommen halt bei den Leuten die gleiche Frage. Ja. Also ich will auch gar nicht indiskret sein. Trotzdem diese Sache mit dem Genitalbereich, ja, würde mich schon interessieren. Ist das in irgendeiner Form eine Einschränkung für Sie? Nein, das ist also überhaupt keine Einschränkung. Gar keine Einschränkung. Jetzt ist ja selbst das nur der zweite Schritt. Hat hier übrigens jemand von Ihnen Tattoos oder Piercings? Ja? Piercings. Piercings, ja. Sie, Herr Mang? Nein. Also Piercings und Tattoos haben ja eigentlich relativ viele schon. Ne? Das ist ja eigentlich jetzt nicht in dieser Anzahl. Aber Sie haben ja auch noch mehr gemacht. Sie haben Modifikationen am Körper. Wenn Sie uns das mal erklären, was haben Sie alles machen lassen? Ja, also im Gesicht habe ich Scarification. Was heißt das? Da ist so ein Streifen Haut abgezogen worden, damit sich Narben bilden. Also Sie haben freiwillig sich kleine, dezente Narben machen lassen? Ja. Mhm. Aus ästhetischen Gründen Ihrer? Ja, das sind also, dadurch, dass das halt gemacht sind, sieht man regelmäßige Narben. Daran kann man das halt auch unterscheiden, zum Beispiel Narben vom Unfall, die sind nicht regelmäßig, und die Narben, die man bei mir im Gesicht sieht, sind halt sehr regelmäßig, sodass man das halt auch daran erkennen kann. Und die würden Sie ja nicht machen, wenn Sie sie nicht schön finden würden. Sie finden das schön. Ich fand das schöner als Tattoo im Gesicht, so habe ich das halt machen lassen. Ah ja, Sie haben auch eine gespaltene Zunge? Ja. Ja. Ist es richtig, dass Sie da beim Trinken manchmal aufpassen müssen auch? Ja, nicht mit der gespaltenen Zunge, das sind eher die Ringe in der Unterlippe. Ah ja. Wenn man da nicht aufpasst und aus dem Glas trinken, kann es halt passieren, dass es zwischen dem Glas und der Lippe rauskommt, weil dass dann die Lippe nicht richtig anliegt. Sie haben auch am Finger ein Magnet, ne? Richtig? Ja, das kann was, ich. Was hat es damit auf sich? Haben Sie den schon lange? Oder? Ich hab was. Ah ja, also wir sehen. Was ist das? Oh. Und ist das jetzt, ist das genau so ein Gimmick, dass Sie genau das können? Oder, weil das, ja, das ist halt mehr so ein Gimmick. Also das Einzige ist, wenn ich was anpacke, ich merke sofort, ob es magnetisch ist. Ja, das leuchtet ein. Okay, das ist also gut. Also Sie können auf jeden Fall mehrere Löffel gleichzeitig nur mit Fingern tragen. Das haben Sie dadurch schon mal erreicht. Jetzt, was ja noch ganz stark auffällt, sind ja diese Hörner. Wie haben Sie die machen lassen? Warum haben Sie die machen lassen? Ich hatte halt auf Bildern welche gesehen und das fand ich halt gut. Und dann habe ich das machen gelassen. Das ist halt am Anfang, also da ist Silikon drin. Und zwar, das heißt, es ist weich oder? Flexibel. Hier am Hand ist auch Silikon. Man kann sehen, das kann man zusammendrücken. Okay. Das ist halt flexibel, das hat den Vorteil, wenn man damit wogegen stößt, es gibt einfach nach. Mhm. Und hier oben am Anfang wird halt ein kleines eingesetzt, weil, damit man dann halt die Haut auch wieder zusammennähen kann und dann nachher immer größer, bis das die Größe ist. Jetzt ist es ja so, Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich, was die Tattoos angeht, so ein Typ, der eher schöne Motive will. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen die Leute nicht abschrecken. Sind Sie sich sicher, dass Sie das mit den Hörnern auch erreichen? Kann ich sagen, dass es scheinbar doch Leute abschreckt. Also ich kann ganz klar sagen, dass ich war mal in Dubai und man hat mich nicht in Dubai reingelassen, sondern ich wurde ausgewiesen aus Dubai. Und offiziell wurde nichts gesagt, aber inoffiziell wurde gesagt, dass die hätten gedacht, ich bin der Teufel und deswegen hat man mich ausgewiesen. Gibt es Leute, die Angst vor Ihnen haben, vielleicht auch deswegen? So offiziell nicht, aber teilweise schon. Also es gibt halt noch mehr Geschichten. Ich war mal in Georgien gewesen und dann auf Facebook auf der Seite Welcome in Georgia, die hatten dann per Fotos von meiner Facebook-Seite genommen und nachher hat mir einer den aus Georgien den Text übersetzt, der Text darunter fing an, Satan ist in Georgien. Und wie ist das für Sie? Also wenn Sie doch eigentlich die Leute... Ich kann nur sagen,
ich glaube weder an den Teufel noch an Satan. Mhm. Deswegen habe ich da halt auch nicht dran gedacht. Aber es gibt halt scheinbar Leute, die halt, ich habe fast das Gefühl, sie glauben mehr an Satan als an Gott. Aber woran haben Sie gedacht? Haben Sie mehr an Tiere im Kopf gehabt? Oder, ich fand das halt einfach schön. Einfach schön, ja. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Aber ja, und wie ist es denn, wenn Sie so in den Alltag gucken, also in Ihrem Umfeld, gibt es da einfach Leute, die dann auch mit der Zeit einfach nicht mehr ihre Augen, ich glaube, die sind auch tätowiert, ich sehe sehr schwarze Augen, ja. Richtig, die irgendwann nicht mehr diese Augen und diese Hörner sehen, sondern einfach den Rolf Buchholz? Also gibt es das einfach? Ja, ich habe halt so normal halt keine Probleme, also auf der Arbeit oder so, ja. Die Kollegen oder so. Mit denen habe ich keine Probleme. Das ist halt auch so der Unterschied. Es ist halt einfach so, es gilt halt für jeden. Halt, wenn man jemanden neu sieht zum ersten Mal, man sieht halt nur das Äußere, man macht sich da den ersten Eindruck, aber das sagt überhaupt nichts wirklich über den Menschen aus. Also die Leute, die Sie näher kennenlernen, für die fällt das dann irgendwann auch weg. Aber jetzt so Vertreter an Tür, von Tür zu Tür, das wäre wahrscheinlich nicht Ihr Job in dem Sinne. Ja, nein, das wäre nicht, weil dann die Leute machen sich dann eine andere Vorstellung unter Vertretung. Wie ist das denn nur noch mal einmal dazu? Ist es dann für Sie etwas, was Sie auch suchen, diese Reaktion, wenn Sie merken, die Leute haben Angst? Oder ist Ihnen das dann unangenehm? Ich suche die Reaktion nicht. Ich habe eigentlich immer nur, wenn ich was gemacht habe, daran gedacht, was ich schön finde, was ich machen wollte. Ja. Und nicht daran, was die anderen Leute davon denken. Deswegen habe ich halt auch mich nicht an irgendeine Mode gehalten, weil wenn man genau hinguckt, es gibt halt auch in der Tattoo und Piercing immer Mode. Ein Jahr wollen alle das Tattoo haben oder wenn in irgendein Film Tattoo war, dann lassen sich alle die Leute das Tattoo stechen oder auch bei Piercings, mal ist dieses Piercing modern, mal ist das andere Piercing modern. Das war mir eigentlich immer egal. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte gern in dieser Richtung Körpermodifikation, würden Sie da mitgehen? Ja gut, ich sehe es halt immer vom Medizinischen wieder. Mhm. Also wir machen das nicht, weil ich habe großen Respekt vor dem Piercing, auch mit Infektionsgefahr. Und ich weiß nicht, wie sich die Lippe weiterentwickelt, ob er irgendwann mal Essstörung bekommt. Also wir führen diese Piercing nicht durch. Auch im Ohrbereich, der Ohrknorpel ist äußerst sensibel. Deswegen haben Sie noch nie Infektionen oder Entzündungen gehabt, dass es wieder raus muss. Also das ist ja auch höchst brisant, die Knorpel zu durchstechen. Da kann es bis zum Verlust des Ohres kommen. Also da haben Sie bis jetzt Glück gehabt. Also bei mir ist es halt so, es heilt sehr gut. Ich kenne andere Leute, die haben ein Augenbrauenpiercing, das heilt nie ab, es wächst raus oder sowas. Und das ist halt die Sache bei Piercing, bei manchen Leuten, wie bei mir, ist halt sehr gut. Und bei anderen Leuten ist halt überhaupt nicht. Also Sie warnen aber vor diversen gesundheitlichen Risiken, die damit verbunden sein können. Auf jeden Fall. Und aus optischen Gründen? Würden Sie aus optischen Gründen denn mitgehen? Also ich bin da ziemlich konservativ und bin also jetzt nicht für Piercing der richtige Ansprechpartner. Und medizinisch habe ich mich hier geäußert, es kann Schwierigkeiten geben, es kann Entzündungen geben, Infektionen geben. Aber das muss, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Das ist sein Leben. Ja? Und also ich würde mir kein Piercing stechen lassen. Mhm. Ich meine, der Punkt ist ja auch, wir haben vor 20 Jahren auch gesagt, haben nur einige wenige ein Tattoo gehabt. Und Piercings waren auch sehr, sehr selten. Können Sie sich vorstellen, dass, was weiß ich, in 20, 30 Jahren sowas ein Massengeschmack wird und was weiß ich, Fußballer mit Hörnern rumlaufen? Ich weiß nicht, was das für ein Kopfball bedeutet, aber können Sie sich das vorstellen oder glauben Sie, das wird immer eher eine Nische sein? Ja, was ist so Ihr Eindruck? Ja, ich glaube, das wird eine Nische sein. Also es wird immer Menschen geben, die das schön finden und das ist ja auch in Ordnung. Und die dann halt vielleicht das einzelne Tattoo schön finden oder halt eben so das komplette Kunstwerk. Also man muss ja sagen, es ist ja ein Kunstwerk, ein Gesamteindruck, den man bekommt. Und das würde ja, er wäre ja auch nicht er, hätte er jetzt dieses eine Tattoo auf dem Oberarm oder so, sondern er ist ein Gesamtkunstwerk. Und ich finde, wenn das sein Ziel war, ist es doch großartig. Ja, darf ich dazu mal ganz kurz eine Frage, die mich brennend interessiert?
Was kostet sowas? Ist das ein Einfamilienhaus, dieses Kunstwerk? Nein, Einfamilienhaus nicht. Es kostet aber schon eine ganze Menge. Okay. Können Sie es noch ein bisschen konkreter für so, ja? Also ich kann es nicht sagen, aber ich hatte es am Anfang aufgeschrieben und irgendwann kam Umstellung von D-Mark nach Euro, da habe ich es dann aufgehört aufzuschreiben. Aber es geht schon einiges von Ihrem Gehalt in der EDV drauf. Ja, ich hatte das, aber jeder gibt für sein Hobby Geld aus. Mhm. Klar. Ja. Also, und teilweise eine Menge. Also. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und danke, dass Sie hier sind. Diese sogenannten Body Modifications, haben wir ja gehört, betreffen jetzt nicht noch nicht so viele, die das machen lassen. Aber die Frage, wie zufrieden sind wir mit unserem Körper, mit unserem Aussehen, die betrifft uns ja fast alle. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Frau Hauptmanns, auch Sie betrifft diese Frage. Und Sie haben da schon eine längere Reise hinter sich. Wenn man so will, hat das auch begonnen mit Ihnen als Kind. Sie haben mit Barbie-Puppen gespielt. Mhm. Und haben da auf einmal nachgedacht über Körper und Aussehen. Erzählen Sie mal, was war damals? Ja, für mich war als Kind die Barbie immer ideal, ohne jetzt speziell über die Figur nachzudenken. Da war ich gar nicht in dem Alter, dass ich das so abstrakt gesehen habe. Ne? Mhm. Aber für mich war die Barbie immer etwas, was sehr lebenswert war. Es war pink, sie hatte ein tolles Haus, sie hatte ein Auto, also Dinge, die ich nicht hatte. Ich war ein Scheidungskind, wir mussten immer gucken, dass wir mit dem Geld irgendwie klargekommen sind. Das hat meine Mutter großartig hinbekommen. Aber ich hatte halt kein Barbie-Leben. Ich hatte nicht den Porsche vor der Tür stehen oder hatte auch nicht 5 Hunde oder so, wie meine Barbies das hatten. Und es gab so eine Schlüsselsituation, da habe ich immer überlegt, die Barbie durfte ja zu jeder Tageszeit durfte die Paillettenkleider anziehen und so. Ne? Das war ja jetzt nicht die Frage, musste zur Schule oder nicht, sondern die hat die einfach angehabt. Und meine Überlegung war immer, boah, wenn ich jetzt einfach schrumpfen würde, also wenn ich jetzt einfach so klein werden würde wie die Barbie, dann könnte ich in dieses Haus einziehen, dann könnte ich mit dem Auto fahren und ich könnte all diese Klamotten tragen. Ja, das wäre großartig. Mhm. Ja, das wäre toll. Mhm. Und ja, damals bin ich dann tatsächlich überraschend da rausgezogen worden, weil es war in so einer schnellen Situation. Es war auch gar keine böse Überlegung dahinter. Meine Mutter war sich gerade am Umziehen und ich beobachtete sie auch, die auch wie so eine Barbie-Puppe mit ganz vielen Klamotten immer an und aus und so. Und ich sagte, boah, Mama, weißt du, toll wäre, wenn ich schrumpfen würde und so groß wäre wie eine Barbie. Und dann sagte meine Mutter damals, ja, dann, wenn wir das machen würden, dann müssten wir aber auch die Figur haben einer Barbie. Und das war so das erste Mal, dass mir bewusst wurde, dass selbst wenn ich das schaffen würde, also so ne, dieses Unglaubliche, es kann ja nicht passieren, dass ich schrumpfe, aber selbst wenn ich das schaffen würde, dann wäre ich trotzdem nicht ausreichend. Also ich würde in diese Welt nicht reinpassen. Hat sich das auch festgesetzt dann in Ihnen so? Da ist auch noch nicht, aber ich war eigentlich, wenn ich so im Nachhinein gucke, eigentlich kein dickes Kind, obwohl mir das immer nachhing. Also so alte Bilder von mir finde ich nicht. Also ich war ein normales Kind, würde ich sagen. Und, aber ich hatte damals schon zu kämpfen, dass immer wieder Kommentare kamen. Ne? Meine Mutter war auch nicht schlank und es gab so eine Situation, da sind wir zusammen essen gewesen in einem Schnellimbiss und dann hatte ich Fischstäbchen. Und wir gingen zu unserem Platz und da waren zwei ältere Damen, die dann einen Kommentar über diese Fischstäbchen von sich gaben und warum ich auch noch Fischstäbchen esse, obwohl ich schon so dick bin. Und das habe ich gar nicht. Da war ich vielleicht so 9 oder 10 Jahre alt. Und auch das habe ich nicht richtig wahrgenommen. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass meine Mutter vor Ort wie eine Löwin dann sofort für mich gekämpft hat und eingesprungen ist und diese Frauen zusammengestaucht hat. Aber das war tatsächlich so eine Schlüsselsituation, worüber ich nachgedacht habe. Also so mit 10, da okay, überleg mal, ja, kurz, was ist denn da passiert? Also warum regt sich Mama jetzt so auf? Und habe dann irgendwie schon nach und nach immer durch so Bemerkungen, die auch in der Schule durch Mitschüler passiert sind und so, schon gemerkt, okay, also irgendwie passe ich da nicht rein. Es gab auch einige Jungs, die Sie richtig auf dem Kicker hatten. Stimmt es? Ja, also ich denke, wir alle haben so Geschichten aus der Schule zu erzählen. Und klar, also ich kannte Kommentare. Also umso mehr ich in die Pubertät auch kam, legte ich auch an Gewicht zu. Und dann kamen weibliche Rundungen dazu. Dann kam die Brust dazu, was man halt so kriegt, wenn man Teenager ist. Und dann kamen Sprüche wie zum Beispiel, guck mal, da kommt Miss Piggy. Heute sehe ich Miss Piggy, ist eine Fashion-Ikone. Damals ging es nicht um die Mode, sondern damals ging es da um den Vergleich zu einem Schwein. Und da war mir schon ganz klar,
da stimmt was nicht mit mir. Und da war ich aber auch schon längst da drin, dass ich das schon verstanden hatte. Und das waren schlimme Beschimpfungen, die wirklich hinter mir hergerufen wurden, wo ich dann für mich auch meine Konsequenz draus gezogen habe. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann halt drauf zugehen und dann wirklich das Gespräch auch suchen oder aggressiv reagieren. Ich habe mich zurückgezogen. Also ich habe mich komplett zurückgezogen. Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja so ein Alter. Wir sind in der Pubertät, wir finden uns da ja gerade. Ja. Sie haben dieses Alter auch angesprochen mit 14, 15. Da überlegen wir, wo stehen wir im Leben? Wie sehr hat sie das da auch beeinträchtigt, aus dem Konzept gebracht? Sehr. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich möglichst nicht auffalle. Und das war jetzt schon so, dass ich natürlich Freunde hatte und auch was unternommen habe. Mhm. Aber ich habe immer geguckt, also mit so einem Outfit in Farbe irgendwo hinzugehen, wäre undenkbar gewesen. Also ich habe geguckt, dass ich möglichst gedeckte Farbe habe, dass ich nicht auffalle irgendwie, dass ich irgendwie dezent bin. Dass auch meine schulischen Leistungen haben darunter gelitten, weil ich natürlich nicht regelmäßig aufgezeigt habe, weil ich ja nicht der Streber sein wollte, über den dann nochmal gesprochen wird. Und wenn man schon darüber spricht, dass ich ein Streber bin, kann man ja auch gleichzeitig darüber reden, wie dick ich bin. Also habe ich das alles nicht getan und habe mich wirklich komplett für mich zurückgezogen und habe versucht, einfach gar nicht aufzufallen und irgendwie mitzuschwimmen. Sie haben als Kind ähnliche Erfahrungen gemacht, die Sie zumindest aus Ihrer Erinnerung auch irgendwie auf den Körper zurückgeführt haben. Sie waren damals deutlich zierlicher als heute. Mhm. Erzählen Sie mal, was ist Ihnen passiert? Ja, also bei mir war das halt auch ähnlich. Also jeder hat irgendwas in seiner Vergangenheit. Also entweder, es gibt so drei Gruppen, entweder man ist geärgert worden, man hat geärgert oder man hat es gar nicht mitbekommen. Also die Glücklichen, so, die einfach nicht dabei waren. Und wenn ich mich zurückerinnere, ist es halt eine relativ negative Erinnerung. Also es gab natürlich viele schöne Momente als Kind auch, aber die rücken so in den Hintergrund. Und der Grund war einfach, dass ich war halt relativ ruhig, ich war zurückhaltend und dementsprechend haben sich auch Leute dann in der Schule das perfekte Opfer gesucht. Ja, derjenige, der halt nicht geantwortet hat, nicht reagiert hat. Wie sind Sie denn damit umgegangen, wenn Sie nach Hause gekommen sind, gemobbt wurden, solche Sprüche gehört haben, Miss Piggy und all das, haben Sie mit Ihren Eltern drüber gesprochen oder haben Sie das eher mit sich ausgemacht? Ich habe das meistens versucht, mit mir selbst auszumachen, weil man ist ja sowieso in so einem Alter als Teenager, wo einem alles unangenehm ist, ist ja alles peinlich, irgendwie, egal was passiert. Und gerade sowas war mir einfach unheimlich unangenehm. Und was ich einfach bemerke in den Jahren, auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass es immer um so eine Schuldfrage geht. Gerade wenn du zu dick bist, dann ist die Schuldfrage daran direkt die auch relativ schnell im Raum steht. Also dann ist die ist ja selber schuld. Da muss die halt mehr Sport treiben und muss weniger essen, dann wird das schon. Dass das aber nicht immer in jedem Fall die Lösung ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das wissen auch die wenigsten. Trotzdem vermittelt sich ja dieses Bild dann auch erstmal. Ich bin verantwortlich, dass es besser wird, so ungefähr. Genau. Haben Sie dann auch, was weiß ich, Diäten gemacht? Ach. Alle. Ich glaube nicht, dass Sie mir eine nennen können, die ich damals nicht ausprobiert habe. Ja. Und ich habe wirklich sehr gefährliche Sachen damals auch gemacht. Ne? Also, dass, dass ich Kalorien extremst gezählt habe und am Tag... Was heißt extrem? Also das Mindeste waren, also 900 war so das Ziel, 900 Kalorien am Tag. Ich habe es manchmal auf 500 geschafft, das waren aber so einzelne Tage nur. Und wenn ich jetzt im Nachhinein, damals war das für mich normal, ich wusste genau, ich kann das und das essen, dann komme ich auf diese Kalorienzahl und habe das auch über Monate durchgezogen. Ich habe das, also eine Disziplin gehabt, die war echt Wahnsinn und ich habe abgenommen. Und wenn dieser Erfolg da war, dann war diese Euphorie wieder da und ich fand es super. Dass natürlich mit jeder Diät, und nicht nur, das war jetzt ein Extremfall, aber mit jeder Diät, die ich gemacht habe, natürlich auch ein Jojo-Effekt wieder einsetzt, dass das alles zurückkommt, früher oder später, weil das hält man auf Dauer nicht durch. Das habe ich damals ja auch nicht gesehen. Diese Weitsicht habe ich nicht gehabt. Wie bewerten Sie diese Crash-Diäten? Ja, ich bin kein Freund von Diäten, ich bin ein Freund von der Lebensumstellung. Mhm. Insgesamt das Leben umstellen, das heißt insgesamt eben Sport treiben, insgesamt auch jetzt schon in der Kita geht's los, im Kindergarten, dass die Kinder falsche Ernährung bekommen, dass sie Süßigkeiten bekommen. Also auch die ganze Kinderwerbung mit Schokolade, das geht ja schon los ganz früh. Und dementsprechend glaube ich, dass die Kinder, und da haben wir eine große Verantwortung, die Jugendlichen, dass die schon letztendlich für gesunde Ernährung, für Sport und so weiter erzogen werden. Aber hier ist ja auch ein bisschen genetisch was dahinter. Die Mama war ja auch ein bisschen dick und ich muss sagen, sie ist so lebensfroh, ja, und so toll hat sie Sachen erzählt, ja, dass mich jetzt nicht stört, wenn sie ein paar Pfund mehr hat. Es ist ja deshalb wichtig, man muss mit sich zufrieden sein. Die Zufriedenheit ist ja das Wichtigste mit sich. Wenn man nicht zufrieden ist, dann kann man auch vielleicht mal zum Schönheitschirurgen gehen.
Würden Sie denn sagen, dass Sie das damals als Defizit empfunden haben und ein anderes Bild hatten? Also gab es irgendwelche Vorbilder, die Sie gesehen haben? So will ich sein? Nee, so ein konkretes Vorbild, also dass ich, das hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Ich habe aber für mich irgendwann erkannt, dass durch dieses, was Sie gerade sagten, kenne ich, diese Freunde, die auch relativ schnell sich umkehrten und dann plötzlich aber auch die zur Täter wurden, also zu Bodyshamern wurden, das kenne ich auch. Und ich habe irgendwann für mich erkannt, ich bin irgendwie im falschen Umfeld. Mhm. Also mein Umfeld ist nicht richtig für mich und es war einfach in der Situation, in der ich mich befunden habe, nicht so einfach, dieses Umfeld abzuschütteln, weil man hat ja nun mal seinen sozialen Kreis. Und ich habe mich damals entschieden, so, ich mache jetzt einen Break, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Amerika und dann gucken wir mal weiter. Und da kennt mich erstmal keiner. Und ich kann da einfach für mich nochmal ganz neu entscheiden, wie ich weitermache. Da war ich 20. Und da haben Sie aber erstmal mit Diätpillen experimentiert. Das tatsächlich, weil es in Amerika damals, das habe ich relativ schnell mitbekommen, ich habe gedacht, wenn ich jetzt ein Jahr weg bin, könnte auch im kompletten Change zurückkommen, also komplett anders sein. Und hatte damals im Supermarkt die Erfahrung gemacht, dass Medikamente wie hier in der Apotheke gibt es im Regal, im Supermarkt. Überhaupt kein Thema. Schwere Medikamente muss man auch in einer Art Apotheke abholen, aber Diätpillen und so weiter, die kriegt man da ohne weiteres und dann auch in quasi Kanistern. Und ich hatte dann von jemandem was empfohlen bekommen, hatte mir diese Tabletten auch geholt, hatte dann aber Gott sei Dank relativ schnell gemerkt, ich hatte die in der Woche immer sehr regelmäßig genommen und am Wochenende habe ich damit geschludert, weil ich dann selber Sightseeing war oder irgendwas mit Freunden unternommen habe, die ich dort kennengelernt habe und merkte dann plötzlich, ich habe so eine Unruhe und konnte das gar nicht für mich richtig einsortieren. Wo kommt denn dieses Gefühl her? Also wirklich Herzrasen, Schweißausbrüche und ich wusste gar nicht, was das war, bis ich dann tatsächlich auch zusammengeklappt bin und im Krankenhaus wieder zu mir kam und sich dann herausstellte, dass diese Tabletten so vollgepumpt sind mit verschiedenen Dingen, aber hauptsächlich mit Koffein, dass ich mich damit selber ausgenockt habe. Und das war auch das letzte Mal, dass ich tatsächlich eine Diät gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Also das war schon ein Wendepunkt. Sie haben so eine Erfahrung gemacht, die Ihnen noch nachhängt. Das war für Sie ein Wendepunkt. Ja, aber auch mit hinzu, dass ich einfach diesen amerikanischen Lifestyle kennengelernt habe. Und damals war dieses Wort Body Positivity, also ein positives Gefühl zum eigenen Körper zu haben, gab es in Deutschland nicht. Das habe ich noch nie gehört. Und in Amerika bin ich in Diskotheken gegangen, in denen Frauen, die den doppelten Umfang von mir hatten, auf den Tanzflächen war oder auf den Boxen getanzt haben, was ich mich im Leben hier nicht getraut hätte. Und ich habe das gesehen und dachte, das will ich auch. Und als Sie nach Deutschland gekommen sind, haben Sie auch an Misswahlen teilgenommen, haben auch viel Erfolg gehabt. Hat Ihnen das dann die Bestätigung gegeben, das ist mein Weg? Ja, ich habe an einer Misswahl teilgenommen, bin aber disqualifiziert worden, weil ich mich eingemogelt habe. Ich bin nämlich zu klein. Und, okay. Ich musste 1,73 groß sein. Wirklich, also offiziell bin ich 1,68, aber weil wir unter uns sind, ich bin nur 1,64. Und das ging eine Zeit lang, ging das gut. Und dann bin ich aufgeflogen und musste gehen. Aber die Chefin des Ganzen, die fand mich so großartig, dass sie mich gefragt hat, möchtest du unsere Show moderieren und würdest du gerne eine Kolumne für uns schreiben? Mhm. Und so fing es eigentlich an, dass ich in die Medienbranche gekommen bin und dann einfach auch eine sehr große Community relativ schnell hatte, mit dem Fernsehen gearbeitet habe und so und einfach da auch mitbekommen habe, wie viele Frauen mich gerade über Social Media, da ging das halt gerade so los mit Facebook und so weiter, angeschrieben haben, gesagt haben, wo gehst du eigentlich deine Klamotten einkaufen? Mhm. Und ich dachte, ach, was für ein Kompliment, ne? Also das, ich meine, ich war in der Modebranche unterwegs, ich war Modejournalistin, Food, Fashion, Celebrities war mein Thema und ich wusste, wo ich schöne Kleidung herbekomme und wollte das halt anderen damals auch sagen und habe dann angefangen, im Social Media halt zu werben. Schöne Kleidung kriegt ihr da und da. Und im Grunde ging es aber doch darin, so, wenn ihr euch wohlfühlt, so wie ihr seid, seid ihr okay, oder? Genau, das ist das Thema seitdem. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig. Und Fräulein Kurvig, Deutschlands schönste Kurven, ist die einzige Misswahl Deutschlands für Frauen ab Kleidergröße 42 und für Diversität. Das heißt, grundsätzlich darf jeder bei uns mitmachen und darf eben nicht, also man sagt, ich sage mal Misswahl, damit man sich darunter was vorstellen kann. Tatsächlich ist es ein großes Fest für alle Menschen, weil jeder Mensch einfach für sich erkennen darf, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Aber Herr Padar, wird das denn nicht auch bedeuten, dass Sie entsprechend sagen könnten, ach, dann habe ich eben 5-6 Kilo mehr, was soll's? Könnte es bedeuten, ja. Aber tut's nicht. Nein, aber ich werde das natürlich nicht mehr so mit radikalen Mitteln machen, also auch langsam und behutsam. Ja. Gehen wir auch Ihren Weg mal weiter. Sie haben ähnlich wie Sie, Frau Hauptmanns, diese Ausgrenzungserfahrungen gehabt. Sie sind dann aber irgendwann in ein Fitnessstudio gegangen. Was haben Sie da gefunden?
Anerkennung. Mhm. Ja, also meine Probleme, die kamen, ich hatte kein Bodyshaming, aber irgendwann war das Mobbing halt so weit, dass es halt, ich hatte so einen dünnen Körper, dann war ich ein Riesenkopf, weil mein Kopf in der Proportion größer zu meinem Körper war. Dann war ich nicht gut genug in allen anderen Sportarten, weil das Selbstbewusstsein kam nicht mit. Und dann irgendwann ging man ins Fitnessstudio so, auf heimlich, damals konnte man Probetrainings machen, mit 17,5 Jahren, so die erste Hantel geschwungen für einen Monat lang und dann kamen die ersten Komplimente. So, mhm. Ey, wie baust du so schnell Muskeln auf? Und dann ist so natürlich für mich so das Zuckerli gewesen, ne? Ich habe was Positives gemacht, ich habe was Gutes gemacht. Ja? Und ich habe das lange nicht realisiert. Ich habe auch nie verstanden, dass ich Sport gemacht habe, aufgrund dessen, dass mir die Anerkennung gefallen hat. Mhm. Bis mich halt auch viele Leute angesprochen haben und gefragt haben, wie ich was mache. Also ich habe auch bis zum 20. Lebensjahr keine emotionalen Gespräche geführt. Auch niemandem helfen können, außer beim Zocken halt vielleicht so. Also das heißt, Sie haben ja dann auch studiert, haben auch im Fitnessstudio gearbeitet und trainiert. War das dann wie sonst zu Hause in gewisser Weise, wo Sie Anerkennung bekommen haben, wo Bekannte da waren, wo Sie sich einfach auch gerne aufgehalten haben? Ja, aber diese Studioarbeit, das war das Erfüllendste und Schönste, was es gab. Menschen haben Probleme, kommen auf einen zu und fragen nach Hilfe und man kann helfen. Und eigentlich ist meine Leidenschaft irgendwann geworden, den Menschen einen Weg aufzuweisen, weil ich ihn damals nicht hatte. Mhm. Und Sie haben ja dann auch damals die Ernährung umgestellt. Ne? Genau. Was haben Sie dann gegessen, getrunken damals, wenn Sie sich zurückerinnern? Ja, also ich habe damals halt gegoogelt, was muss man essen, um Muskeln aufzubauen. Ja, das waren so ganz kuriose Sachen. Mein Vater ist lange Zeit Koch gewesen. Ja, und ich habe sowas gekocht wie Nudeln mit Sahnesoße und Thunfisch. Weil Proteine, Kohlenhydrate und Fette, von Gemüse war keine Spur, lange Zeit nicht. Mhm. Und es, also dann halt abends so 500 Gramm Magerquark mit Traubensaft in den Mixer und dann getrunken. Hat mich mein älterer Bruder sogar dazu animiert, das auch zu tun. Hat fast gebrochen jeden Tag. Ich war da ein führendes Beispiel, ich habe es auch jedem erzählt. Und die haben das auch nachgemacht, weil die dachten, das bringt dann auch was. Ne? War das denn damals immer noch so ein Hobby oder haben Sie gedacht, ich werde das mal professionell machen? In dem Studium tatsächlich sind dann mehrere Menschen auf mich zugekommen, weil es waren jetzt ungefähr 3 Jahre Training. Mhm. Und die Leute haben gesagt, hey, warum gehst du nicht mehr auf die Bühne? Ich habe dann gesagt, also auf einem Schlüppi auf die Bühne. Also, ein Schlüppi. Ein Schlüppi, ist ein Schlüppi. Ja, also ich habe sogar noch Tanga gesagt, glaube ich. Ja. Es ist kein Tanga. Ja. Und dann haben wir auch mal mit Farbe raufgeklatscht. Das war für mich sehr, sehr absurd, der Gedanke. Mhm. Und irgendwann haben sich aber diese Anfragen gehäuft. Und dann irgendwann kam so der erste Fitness-Supplement-Laden in Berlin auf mich zu und haben gesagt, komm, wir unterstützen das Ganze auch. Und dann hatte ich einen Trainer, mit dem habe ich super verstanden. Dann war es ein Projekt. Und wie war das dann, als Sie dann auf die Bühne, wir haben gerade auch ein Foto gesehen, so auf die Bühne gegangen sind, gepostet haben und sich haben bejubeln lassen? Ja, der Moment war immer ganz witzig. Weil es ist, man ist tatsächlich ungefähr 6 bis 4 Monate in der Diät. Heißt, man hat sich wirklich darauf zu fokussieren, was man dann isst und wie man trainiert. Das ist wirklich, also ich habe diesen Tunnel auch irgendwo geliebt. Das ist so die Disziplin, die man dann hat, die man dann so erarbeitet hat. Die leistet man dann. Aber das sind dann am Ende 10 Minuten, wofür man arbeitet. Mhm. Und die muss man halt irgendwie genießen. Mhm. Wenn man die nicht genießt, dann ist alles umsonst gewesen. Und das ist dann auch immer cool. Man hat, ich habe auch Social Media angefangen zu der Zeit damals. Und dann kam halt viel Anerkennung, viel Lob. Und auf einmal war ich ein großes Talent in Deutschland. So auch einer der ersten Profis in der neuen Klasse, die dann rauskam in Deutschland. Und das war cool. Sie sind dann irgendwann Profi geworden, wie Sie jetzt schon angedeutet haben. Was hat sich dadurch verändert? Druck. Ja, jetzt ist man quasi Profi geworden und Profi zu werden ist damals noch, also ich bin 2019 Profi geworden, ist schwer gewesen. Es ging nicht so leicht. Ich habe 2 Anläufe gebraucht dafür und das ist schon relativ selten gewesen. Also dachte ich mir, okay, jetzt bist du schon so schnell, so gut, also musst du jetzt noch besser werden. Aber das Problem beim Besserwerden in diesem Sport ist, dass jemand anderes dir sagt, wie gut du bist. Du musst in deine Härte kommen, die Muskulatur muss stimmen, sie muss rund sein, die Farbe muss stimmen, alles muss sitzen, die Frisur auch. Man muss neben anderen Leuten gut aussehen, aber am Ende des Tages kann man nicht beeinflussen, wer neben einem steht. Was war mit leistungssteigernden Mitteln? Ich denke, Bodybuilding in dem Bereich, sei es Hollywood oder sonst wer, wo es um Körpermaßnahmen geht, sei es eine Spritze, sei es Hormone. Allein, was es in Amerika im Supermarkt gibt, das war ja damals so, da wollte jeder mal ran. Ja, das sind Leistungssteigerer. Da ist neben Koffein noch eine andere Substanz drin. Ich weiß nicht, ob ich sie nennen darf, aber es sind halt gängige Substanzen, weil sie können also Leute, dürfen sie nennen. Das ist so DMAA gewesen. Das ist eine Vorstufe auch von Partydrogen. Mhm. Und die konntest
du legal im Supermarkt kaufen damals. Und die konnte man auch damals unter der Ladentheke hier kaufen. Oder das sind sowas wie Ephedrin, das ist ein Mittel für Hunde, ja, eigentlich. Aber das regt die Herzfrequenz an, man verbrennt mehr Fett. Sie haben auch mal gesagt, Sie sahen sportlich aus, waren es aber gar nicht. Ja. Wie meinen Sie das? Also wenn man jetzt uns alle nebeneinander stellen würde und fragen würde, wer ist der Sportlichste, würde man wahrscheinlich den tippen mit der meisten Muskeln. Mhm. Aber das meinte ich eben halt auch vorhin, das ist eine Reflexion gewesen auch von mir, als ich gesagt habe, es geht nicht um Optik, es geht um Leistung, auch im Alter. Mhm. Und ich sehe sportlich aus, aber wenn ich mich mit Sportlern vergleiche, bin ich absolut kein Sportler. Ich war letztens in Magdeburg, da sind die ganzen Olympioniken, da waren so Speerwerfer und Diskuswerfer und so. Das sind Sportler. Die leisten, die sprinten, die rennen, die können alles. Die können sich dehnen. Und ich muss morgens meine Mobility-Routine machen, weil ich nicht so flexibel bin wie die anderen. Sie sagen auch, wir alle kennen dieses Gefühl, auf einer Couch zu liegen und die Couch zu spüren. Ja. In der Hochzeit Ihres Trainings, ja, haben Sie das ganz anders empfunden? Beschreiben Sie mal, inwiefern? Man muss sich vorstellen, wenn man in so eine Diät geht, und das ist dann halt wirklich eine Diät, das ist kein Lifestyle mehr so, man senkt seine Kalorien so weit, dass die Haut papierdünn wird. Das ist das Ziel. Es soll faserig sein, die Muskulatur soll Streifen drin haben. Das ist das Ziel im Bodybuilding, das bewertet man auf der Bühne. Aber die Kosten, die man dafür trägt, sind Energielosigkeit. Und Menschen, die hungrig sind hier, haben meist Appetit. Weil Appetit und Hunger im Gehirn ist so ungefähr das Gleiche. Aber wenn man Hunger hat, ist man energielos, müde, man hat Kopfschmerzen und die Muskeln wollen dann auch nicht mehr. Dann legt man sich in die Couch oder am Sofa und fühlt sich so, als würde man doppelt so tief einsinken. Da rauszukommen, ist ganz, ganz schwierig. Ist ja, auf den ersten Blick klingt das widersprüchlich, ne? Das ist so ein Muskelpaket, ja, und kann nicht mehr von der Couch aufstehen. Ja. Was passiert da medizinisch eigentlich? Ja gut, er baut ja nur die Muskeln auf, er hat praktisch null Fett. Mhm. Die Haut wird pergamentartig und das ist ja nicht physiologisch, wenn ich also solche Oberarme, er hat ja so Oberarme wie ich Oberschenkel, dass das natürlich auch nicht normal ist. Ja? Und dass das nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, wenn man so extrem trainiert. Sie haben ja auch extreme Diäten, dann haben Sie ja gerade schon gesagt, durchziehen müssen. Mhm. Wie sind Sie denn da mit dem Hunger umgegangen? Also konnten Sie den ausblenden oder wie haben Sie das erlebt? Also Selbstbeherrschung ist unglaubliche Disziplin. Genau, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, man lernt es. Deswegen, also ich ohne despektierlich zu wirken, diesen leichten Weg wählt man. Es gibt ihn, er steht zur Auswahl, aber der schwerere Weg ist der in Zukunft leichter wird. Weil wer über seine Sinne herrschen kann, hat es später leichter. Nein zu sagen zu einem Stück Kuchen sollte normal sein und nicht Zwang. Aber das ist ein Weg, es ist ein Prozess und damit wird man besser. Und was war das trotzdem für Ihre Psyche? Also wenn ich mir vorstelle, diese Energielosigkeit, das alles kommt zusammen, was hat das bedeutet für Ihre Psyche? Also sagen wir mal so, Freundschaften, ja, man hat sie irgendwo hinten irgendwo weggestellt. Man wollte ans Handy nicht mehr gehen. Ich hatte wirklich ein Scheuklappensystem. Ich habe teilweise 3 Stunden am Tag geschlafen. Das ist für 5 Monate sehr ungesund. Dazu braucht man eigentlich einen Arzt fragen. Und das war sehr wenig Schlaf, früh aufstehen, ins leere Fitnessstudio am besten nicht angesprochen werden, weil die Laune ist nicht ganz gut. Dann isst man etwas, was gerade mal groß genug ist, um's zu essen, so um irgendwas im Mund zu spüren. Und ja, also alles, Partnerschaften, ich habe alles ignoriert, was ich konnte in der Zeit. Sie waren damals schon mit der Frau zusammen, mit der Sie... Ja, also ich bin mit meiner Partnerin 10 Jahre zusammen. Was hat das bedeutet? Welche Auswirkungen hat das für die Partnerschaft gehabt? Sie hat sehr viel ertragen. Wir sind aber auch sehr kommunikativ. Also es ist Arbeit. Mhm. Körperlich, aber auch dann auch zu Freunden zu gehen und auch mit denen zu sprechen und auch mit meiner Partnerin dann einen Deal zu finden, wo ich ihr mitteile, es gibt ein Ende, ich werde danach wieder da sein und danach wird es auch wieder gut, aber es ist zäh, man ist ein ganz anderer Mensch. Das ist wahr. Sie haben aber dann irgendwann vor 2 Jahren den Schlussstrich gezogen. Also, was kam da zusammen, dass Sie gesagt haben, ich mache nicht mehr weiter? Wenn man mich jetzt fragen würde, oder das kann man sich auch selbst fragen, wie wichtig ist einem der Vergleich zu einem anderen Menschen? Viele würden sagen, er ist mir wichtig, weil schön sein ist ja quasi subjektiv. Schön im Verhältnis zu wem oder zu was? Wie definiert man Schönheit? Und ich habe mich gefragt, das schon früh,
weil ich ja eigentlich, ich wollte eigentlich mein Ziel erreichen, aber ich habe auf dem Weg vergessen, was meine Mission ist. Da habe ich mich gefragt, ist es mir eigentlich wichtig, dass Juroren mich bewerten auf einer Bühne? Ist es mir wichtig, dass der tausendste Mann auf mich zukommt und sagt, boah, du hast dicke Oberarme? Also es wird nicht besser. Und das ist diese Vision. Und ich fand das so schön, dass Herr Mang auch noch dazu angesprochen hat, dass das Social Media und die ganzen Jugendlichen, so das ist auch die Message, die ich tragen möchte. Wenn man diesen Körper als perfekt für eine Bühne oder sowas bezeichnen würde, es ändert danach nichts. Also es wird nichts besser. Dieser dicke Oberarm, der ist dann einfach da. Das ist einfach eine Gliedmaße. Bloß ich stehe morgens mit taubem Arm auf, weil man auf dem Arm liegt und der ein bisschen größer ist als der Rest. So, und dementsprechend habe ich irgendwann gesagt, ich bin in der Blüte meiner Zeit als Bodybuilder, habe sehr viel Perspektive, in Deutschland einer der Top-Bodybuilder zu werden, vielleicht nicht der Beste, aber einer der Top-Bodybuilder zu werden, und habe gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Ich bin 30 geworden letztes Jahr und habe gesagt, das ist für mich mein Schlussstrich. Und mir war wichtig, dass meine Partnerin noch, ich habe ihr nichts gesagt. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich weiß nicht, ich überlege damit. Und sie meinte, mach doch noch einen letzten Wettkampf und nimm das auf und film das und dokumentier das. Dann habe ich gesagt, so, weißt du was, ich kann aufhören. Wenn du mir sagst, ich kann noch einen Wettkampf machen, dann kann ich aufhören. Weil dann weiß ich, ich mache es nicht wegen ihr, sondern auch wegen mir selbst. Und am Ende des Tages habe ich das auch online gestellt, dieses Video, dass ich aufhöre mit diesem Sport. Und es hat tausende Leute dazu angeregt, auch aufzuhören. Erstmal Respekt für die Entscheidung in der Situation. Würden Sie denn auch das mit einer Warnung verbinden, den gleichen Weg zu gehen? Bodybuilding ist schön. Aber Bodybuilding muss nicht extrem betrieben werden. Also die jungen Leute sind so, ich kriege so viele Coaching-Anfragen, ob ich die Leute nicht auf die Bühne begleite. Und ich mache nicht einen einzigen Wettkampfathleten. Never. Nur im Lifestyle-Bereich. Und ich sage den Leuten, überleg dir gut, was du da opferst. Hast du vielleicht eine Frau und ein Kind? Ja, oder hast du ein Kind? Oder hast du einen Hund? Oder alles, was du hast, steht auf der Kippe am Ende des Tages. Wofür? Für einen Beutel Eiweißpulver oder für ein bisschen Anerkennung? Wenn's im Herzen danach zieht und man sagt, ich will es unbedingt probieren, ich will mal da durchgehen, es macht doch wirklich Spaß, wenn man das richtige Umfeld hat. Aber ich kann sagen, ich habe in den letzten 2,5 Jahren, in meinen 20ern hatte ich nie so viel Energie wie in den letzten 2,5 Jahren, weil ich so lange auf Diät war. Also es hat schon was gekostet, und ich würde sagen, überlegt euch das. Auch vor allem ist man, wie gesagt, mit mehr Muskeln nicht unbedingt mehr Mensch. Rein körperlich, wenn Sie auch diese ganzen leistungssteigernden Mittel genommen haben, kann man da einfach so sagen, so, jetzt ist Schluss und jetzt esse ich, was weiß ich, Gemüse und andere Dinge und das war's? Oder müssen Sie darauf reagieren und es langsam aus? Man muss auf alles reagieren. Das ist ein ganz normaler Prozess, aber man kann auch dementsprechend irgendwann frei davon sein. Würde ich aber am liebsten mit einem Doppeldisclaimer dazu packen, ich würde am liebsten sagen, dass man es immer nehmen muss, damit die Leute sich daran gewöhnen, es nicht zu tun. Weil es gibt einen Weg raus, aber der ist vielleicht nicht schön. Und der kann auch zu Konsequenzen führen, indem zum Beispiel die eigene Achse nicht mehr anspringt und man dementsprechend vielleicht nicht mehr erzeugungsfähig ist oder Probleme im Allgemeinen hat. Man schädigt sich langfristig so oder so. Und wie gesagt, Kosten nutzen. Es gibt einen naturalen Bereich, da bin ich auch damals deutscher Meister geworden. Da habe ich sozusagen Blut geleckt. Der ist doch da, der ist natural möglich und sogar der ist ungesund, aber trotzdem möglich. Also geht es wie bei allem so um das richtige Maß? Ja, natürlich. Mhm. Immer aufs richtige Maß, wie fühle ich mich wohl, wie fühle ich mich glücklich. Und dementsprechend war das doch, jeder hat seine eigene Charaktere. Und wenn einer zufrieden und glücklich ist mit sich und mit seinem Aussehen, dann ist doch alles prima. Wie geht es Ihnen und Ihrer Partnerin heute? Extrem gut. Ja? Also, spürt sie, dass es Ihnen gut tut? Ja, ja. Also wie gesagt, wir sind grundsätzlich, und das kann ich jedem nur empfehlen, eine Kommunikation, Wachstum in jedem Bereich, sei es die Ernährung, sei es die Beziehung, sei es das Training. Man sucht diese Optimierung auf keiner krampfhaften Art und Weise, und dann wird die Beziehung von automatisch aufblühen. Was würden Sie dem kleinen Jungen sagen, der Sie damals waren und der all diese Probleme hatte, aus heutiger Sicht? Ich würde ihm gar nichts sagen, es war alles gut so. Am Ende des Tages ist eine Geschichte draus geworden, auf die ich stolz bin. Ich habe mit 20 Jahren mein erstes Buch gelesen.
Ich habe davor nicht gekonnt. Ich wusste nicht, wie ich was. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsthilfe. Ja, ich hab wahrscheinlich über 200 Bücher gelesen, auch in dem Psychologiebereich. Ich bin leidenschaftlicher Philosophie- und Psychologie-Leser geworden. Ich hätte mich selbst darin nie gesehen, vor allem ohne irgendwelche Abschlüsse oder sowas. Aber alles ist möglich. Und deswegen habe ich gesagt, es darf nicht leicht sein. Weil so werden wir nicht stark. Schön, dass Sie diesen Weg gegangen sind. Das muss man schon mal sagen. Gibt es bei Ihnen denn, wenn wir an diese Barbie-Momente denken, die sitzen ja manchmal auch tief, ne? Gibt es bei Ihnen manchmal noch so Momente, dass Sie jemanden denken und ach, das hätte ich jetzt auch gerne oder das? Oder ist es immer und ständig so, dass Sie sagen, ich bin mit mir komplett im Reinen? Nee, ich glaube, dass jemand, der behauptet, dass er zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst hundertprozentig zufrieden ist, das ist eine Lüge. Das gibt es nicht. Mhm. Also ich habe auch die Momente, in denen ich mir nicht gefalle, aber ich habe mich lieb. Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe mich lieb. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Also wenn wir, ich finde das Thema Zeit haben wir schon mal angesprochen, also wie der Körper sich verändert mit der Zeit. Und was wir irgendwie immer ausblenden, gerade in den Medien, ist, dass der Körper sich nur mal verändert. Und ich finde, das hat Professor Mang gerade ganz toll gesagt, es gibt Dinge, die muss man nicht akzeptieren. Dafür gibt es wirklich tolle Chirurgen, die eine Nase richten können, wenn man da ein Leben lang mit Problemen hat oder den Busen etwas größer oder kleiner machen, wie auch immer. Ne? Also wo man Dinge, die einem wirklich auf der Seele liegen, verbessern kann. Aber wir müssen auch wieder lernen zu akzeptieren, dass Zellulite am weiblichen Körper normal ist, dass sich der Körper verändert nach einer Schwangerschaft, dass wir älter werden und da kommen Falten hinzu. Hoffentlich sind da ganz viele Lachfalten dabei. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und eigentlich, wenn ich eine alte Frau bin und das ganze Gesicht hier überall Lachfalten habe, dann habe ich auch was richtig gemacht. Und das finde ich gut. Mit allen Mitteln zum perfekten Körper. Vielen Dank nochmal an Sie, Frau Hauptmanns. Vielen Dank auch an Sie, Herr Ali Jagic. Nochmal danke an die gesamte Runde. Danke. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Fehler mit Folgen. Und hören Sie gerne auch mal rein in den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben mit schon über 100 eigenen Folgen. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und nochmal danke.